Willkommen beim Spiel des Play Pokémon Blau. Ich erkläre euch mal schnell die Regeln, wie das Let's Play ablaufen wird. Und zwar mache ich das Let's Play am Stück, am Tag, ohne Pausen, ohne. Scheiß Webcam, das kommt immer, wenn ich das. Wenn ich meine Webcam verwende, kommt immer diese Anzeige. Also zur Erklärung, das Spiel des Play ist alles in einem Part. Das heißt, es ist eine Aufnahmesession das ganze Let's Play über. Ich werde es speeden, weil es sonst zu lang wird. Und ich werde keine Pause machen, ich werde höchstens ein paar Zwischenpausen machen, so 5 Minuten, damit ich meine Stimme ein bisschen erholen kann. Aber ansonsten mache ich hier keine richtig lange Pause, alles ist hier am Stück gemacht. So, okay, starten wir mal an. Ich fange mal ein neues Spiel. Ich werde hier speeden natürlich, das ist ein Speed-Let-Play, alles wird hier gespeedet. Ich nehme mich mal blau. Entschuldigung, hab das gehört. Nein, nicht denn. Ach, der ist rot, ich nenne den einfach jetzt mal rot. Red. Red. Ich nenne den Red. Red klingt cooler als Rot. Heißt mal jetzt Blau gegen Red. So, falls ihr ein ausführlicheres Let's Play von der ersten Generation sehen wollt, dann schaut einfach mal das Gelb-Let's Play an. Dieses Let's Play ist ein kleines Special-Sack, kann man sagen. Ich werde hier jeden Dialog einfach überspringen. Wir kennen ihn ja auswendig. Und ich muss meine Stimme schonen. Ich möchte das ja... Ich muss ja meine Stimme das ganze Let's Play überverwenden. Ich werde hier diesen Let's Play Shigi nehmen, weil es die blaue Edition ist. Nein, kein Spitznamen. So, und... Ach, verdammt! Ich muss mich noch an den Speed umgewöhnen. So. Okay, jetzt möchte er kämpfen. Roten Schlag, roten Schlag, roten Schlag. Tackle, tackle, tackle. Tackle und tschüss. Okay. Ich habe auch die Farbe ein bisschen verändert, vom Emulator her. Sieht ein bisschen, ja, blaulich aus, kann man sagen. Passend zu einem blauen Let's Play. Und die Farben von den Roten verändern sich, das ist sehr schön. Und Shiga zur Level 7, ziemlich gut eigentlich schon. Für den Anfang, für die ersten 2 Minuten, haben wir schon ein Pokémon Level 7. Dann hoffentlich geht's so weiter. So, ich habe auch schon ein Team vorbereitet. Werde ich euch im Verlauf dieses Plays auch sagen, was für Team-Pokémon wir nehmen werden. Na, jetzt aber. Ich muss mich noch umgewöhnen an dem Speeden. Ich kann es mal zu gut. Im Rot-Let's Play war ich da ja der Pro. Ich muss ständig die Speeden-Taste drücken, weil ich keine Möglichkeit gefunden habe, wie ich das, wie ich das dauerhaft machen kann. So. Bla bla bla. Ja, Eispaket, ja, deine Mutter ist auch Eispaket. So, zack. Nein. Tschüss. Und ich sollte vielleicht meine Stimme schonen und weniger kommentieren. Das mache ich jetzt sogar. Hoffentlich funktioniert die Webcam. Ich habe sie nämlich an. Falls ihr keine Webcam seht, dann muss ich es ausstellen, weil das unsynchron war. Ich hoffe, es ist synchron. Es wäre echt schön. Ich werde ich werde immer nach einer Stunde stoppen und dann, damit es nicht versehentlich abstürzt, damit ich es jederzeit wieder aufnehmen kann. Und ihr seht es, viel Gequatsche. Also normalerweise hätten wir jetzt für das, was wir gerade gemacht haben, ein Part gebraucht. Wenn es ein normales Let's Play wäre, vielleicht sogar länger, 2 Parts. Naja, das ist jetzt Speed Let's Play. Ach verdammt, ich sollte vielleicht die Musik ändern. Ich glaube, das mache ich zu schnell. Ich mache das schnell, ich habe es vergessen zu machen. Oh, da bin ich wieder. Ach, schon wieder dieses Webcam-Zeug. Kauft euch keine Logitech-Webcam, sonst kommt immer diese scheiß Werbung. Ich glaube, das ist mal ein bisschen lauter. Moment. Ja, ich muss mich ja auch ein bisschen konform machen, weil ich ja das den ganzen Tag jetzt mache. Die Musik ist übrigens aus Pokémon Kristall und Gold. Azalea ist es. Ja, Azalea, genau. Oh Mann, ich muss mich am Speeden umgewöhnen. So. Immer direkt in den Verteilerwald ohne große Umwege. Ich werde hier alles ignorieren, was es hier irgendwie an die Quatsche geht. Bis auf diesen Gift. Nein, Gift gegen Gift. Ich will das Gegengift. Gegengift. Hier. Jetzt gibt es ein paar Items. Das hier zum Beispiel. Ein Gegengift. Noch ein weiteres. Und Shigar Level 9. In 7 Leveln haben wir schon Shillock. Und das in den ersten 5 Minuten. Like a boss. So. Blub, 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 blub.
So leicht geht das. Noch ein Raupi. Tschüss Raupi, Level 10. Blubber, blubber, blubber. Kakuna. Und Shigeru Level 11. So, tschüss, den hätten wir erledigt, ohne große Probleme. Zack. Nein, nicht das. Hier so. Wir kommen hier schneller durch, als ich dachte. Es geht ja recht flott. Blubber, 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 blubber. So, Level 12. Weiter. Zack. Okay, jetzt sind wir schon in wie heißt die Stadt? Verdammt, ich hab den Namen der Stadt vergessen. Marmoria City. Die steingraue Stadt. Wie man so will. So, mein Ziel ist es in diesem Let's Play, die längste Aufnahmesession ever zu machen. Im Rot-Let's Play hat man ja schon eine Aufnahmesession von 6,5 Stunden. Ne, das waren 5,5 Stunden. Ich glaube, die Arena können wir ohne Probleme mit Shigi machen. Mit seiner Blubber-Attacke kann er ja jeden in den Arsch treten. Blubber, 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 Blubber. So, jetzt haben wir die Gegner geblasen. Bald haben wir schon Schildlock in den ersten 6 Minuten. Also wir sind richtig, richtig rasend schnell. Stell dir mal vor, ich würde das in jedem normalen Let's Play machen, dann hätten wir schon längst alle Pokémon-Spiele durch. Verdammt. Kann ich mit dem Spiel noch nicht so richtig. So, zack. Hier ein bisschen normal laufen. So, zack. Los geht's, Rocco. Oh Mann, hör auf zu quatschen. Blubber, blubber. Level 14. Blubber, blubber. Orden. So, jetzt haben wir Geduld. Ich weiß nicht, ob es in dem Moveset drin steht von einem meiner Pokémon. Ich habe ja schon eine Liste gemacht, eine grobe Liste, welche Pokémon ich ins Team aufnehmen möchte. Ich schau schnell nach. Ich öffne mal schnell Word. Ich werde es natürlich inscreen, ja, so. Okay, unser erstes ist natürlich Turtok. Das nächste ist. Okay. Ich schau gerade, wann wir das nächste Pokémon fangen können. Okay, das nächste fangen wir ziemlich spät, kann man sagen. Ungefähr in Orania City werden wir das zweite Team-Pokémon fangen. Bis dahin müssen wir mit Shigi, beziehungsweise werden wir ja schon bald einen Shilok haben. Ah, jetzt aber zack, zack. Ich hoffe, ihr habt mir meinen Tastentipp. Ich hau gerade ziemlich fest in die Tastatur rein. Heil meine Pokémon-Schlampe. So. Zack, zack, zack. Ja, du kennst mich aus dem Vatania-Wald. Vor wie vielen Minuten? Vor 3-4 Minuten? Ach, meine Güte. Und jetzt haben wir einen Shilok, nach diesem Kampf zumindest. So schnell kann es gehen. In den ersten 8 Minuten schon ein Shilok. Like a boss. Ich glaube, ihr seht gar nicht, wie ich die Attacken nicht einsetze. Ne? Ich rush hier einfach durch. So sollte man auf keinen Fall ein normales Let's Play machen. Deswegen habe ich auch Speed Let's Play geschrieben. Weil das ist ja kein richtiges Let's Play, das ist eben nur ein Speed Let's Play. Dann verdient auch den Namen Speed Let's Play. Kann sein, dass es in diesem Emulator ein bisschen schneller ist, weil ich das Rot Let's Play mit dem anderen Emulator aufgenommen habe. Mit dem No Cash habe ich den, glaube ich, aufgenommen. Und der war vielleicht langsamer mit dem Speeden. Sobald er geht, haben wir das Spiel ruckzuck durch. Ich wette, in 15 Minuten sind wir schon in Orania City. Nein, jetzt bin ich schon wieder ins. Ah, jetzt bin ich vorbeigelaufen. Oh man, die Musik kann etwas zu laut sein. Ich mach's mal ein bisschen leiser, nicht dass es zu laut ist. Ich meine Stimme erhöhen muss, dass es sich dann kratzig anhört. Das wollen wir ja nicht, ne? Also die Musik, die ihr gerade hört, die sind alle von Poké Remix Studios. Der hat einen YouTube-Account, einfach Poké Remix Studios, bei YouTube eintippen, dann findet ihr seinen Kanal. Könnt ihr abonnieren, ich habe ihn auch abonniert, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Momentan läuft die Musik Self, The Spirit und wie heißt das andere? Self, The Spirit und Tobus, genau. Dam 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 da da dam 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 da da dam dam dam. Und Level 19 schon. Hackerknarre haben wir hier gefunden und das ist hier irgendwas anderes. Penn halt nicht, Mensch! So! Penner!
dam 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 da da dam 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 da da dam 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 da da dam dam Paras. Paras könnte ich irgendwie ins Team reintun. Naja, egal. Sei doch nicht verwirrt, Mensch. So. Also momentan haben wir nur unser Shillock momentan. Und wir rushen hier mit Shillock extrem durch. Und unser Shillock hatte vor 10 Minuten noch Level 5. Wenn ihr euch das jetzt vorstellt, jetzt hat es schon Level 20. So schnell müsste man Pokémon in Real Life, also im normalen Spielen, leveln können. Hätte glaube ich schon jedes Pokémon mit Level 100. Dann wäre jeder ein Pokémon-Meister. Dann, 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 dann. Also wenn wir weiter so durchwaschen, so schnell wie wir jetzt drauf sind, dann glaube ich nicht, dass wir unseren Rekord mit Aufnahmesession schlagen werden. Okay, hier ist nichts mehr. Hier müsste glaube ich noch ein Trainer sein mit einem Voltoball und einem Slimer. Ich glaube hier ist er, das müsste er sein. Okay, Magnetilo. Na, und halt in der Game. Ja, Magnetilo und Voltoball. Zwei Elektro-Pokémon wurden besiegt von dem Wasser-Pokémon. Humiliation. Nein, ich wollte nicht da reingehen. Okay, ich möchte zurück ins Pokémon Center. Wir haben zwar einen Fluchtzauber, aber das möchte ich jetzt nicht verwenden. Das brauchen wir später vielleicht für größere Höhen. Der Mondberg ist ja noch ziemlich klein, in Anführungsstrichen. Der Felstunnel, der ist mein Lieblingstunnel in dieser Edition oder Generation. Wenn ich so haben möchte. So, Zubat, tschüss. Hier hat Pflanzen-Pokémon, Miraplau und Knofenser. Wer ist hier der Pokémon-Boss, ne? Oh Gott, ich verliere gegen einen Pflanzen-Pokémon. Na gut, Wasser gegen Pflanze ist ja auch schwach. Okay, ich muss wieder zurück. Gott, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich werde in diesem Let's Play auch zum ersten Mal den Missing No Trick machen. Habe ich noch nie gemacht, den Missing No Trick. In diesem Let's Play Premiere. Missing No Trick. Ja, komm, dann halte ich mein Pokémon halt zum dritten Mal. Oder machen wir gleich das zweite Mal. Wir haben Zeit, ne? Ach Gott, ihr habt voll das Hassen-Tippe, nicht wahr? Und seid jetzt ziemlich böse gerade von dem PC, weil ich zu hart in die Tasten hämmere. Ich glaube, ich mache mal ein Safe State sicherheitshalber. Nicht, dass ich die 13 Minuten nochmal machen muss. So. Zubat, tschüss. Irgendein Teenager, tschüss. Tschüss, tschüss. Keine Gegner für meinen Schildock Level 22. Und hier ist ein Rocket Fuzzi. Tschüss, tschüss. Hallo, tschüss. So, das ist Megahi, was wir hier gefunden haben. Und das ist ein Aether. Mega Heap steht mit dem Muster drin, könnte ich allerdings ein Pokémon beibringen, wenn ich Spaß hätte. Also den haben wir schon, okay. Ah, ihr habt meinen Tasten getippt, ich mag's nicht. Ich tue mal mein Mikrofon näher an der Wand. So, okay, ich hoffe ihr hättet nicht meinen Tasten getippt. Mondstein werden wir überhaupt nicht verwenden, aber egal. So, der hat einen Onix, das weiß ich. Und warum greife ich mit Tackle an? Ich bin ja so schlau. Er denkt, er könnte Rockhorn nachmachen und er ist sogar stärker als Rocko. Ach, jetzt komm schon, Fernstein, tschüss. Don't annoying me. Wir hatten Radikal. Warum kenne ich irgendwie alle. Ich kenne irgendwie alle Pokémon der Trainer auswendig. Vielleicht liegt es daran, dass ich Pokémon Blau, Rot und Gelb 100 Mal durchgespielt habe. Kein Scherz, ich habe es bestimmt mindestens 100 Mal durchgespielt. So, bis vergesse ich einfach mal Tackle, so. Der hat einen Rettern, glaube ich. Nein! Nein! Okay, ich habe mich gehört. Na gut, diesen Trainer gibt es in der Game Edition, glaube ich, nicht so. Deswegen kenne ich den nicht 100% auswendig. Der hat einen Slimer und einen Voltoball, glaube ich. Und, ein Smogon hat er auch noch, okay. Egal, welches Fossil, ich nehme einfach mal das Helix-Fossil, ist ja wurscht. Tschüss. Tschüss, so.
raus aus dieser Höhle. Jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass wir hier versehentlich über die Bande springen. Weil sonst können wir hier nicht mehr zurück und ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr zurückgehen. Weil ich keinen Bock drauf habe, nochmal durch den Mondberg zu laufen. So, Wirbelwind, toll. Useless, wie immer. Werden wir verkaufen, wenn wir Zeit dafür haben. Und Astoria City ist blau. So stelle ich mir das vor. Oh man, die Musik ist hässlich, noch eine andere. Route 216 aus Diamant und Pearl. Sind wir stark genug gegen Red? Ich würde es. Ach, verdammt, wir haben den Kampf gegen Red in. Ja, bei der Pokéliga übersehen. Naja. Haben wir in der roten Edition auch, ne? Das wird so langsam eine Tradition. Ich bin so schlau, ich greife dieses Pflanzen-Pokémon mit Wasserattacken an. Bla bla bla. Auf zu quatschen. Und ihr hört auch auf zu quatschen, ja? Damit es mal klar ist. Ich bin nicht hier, um mit euch zu quatschen. Ich bin hier, um euch fertig zu machen. Dann so. Oh Gott, wir rushen hier viel zu schnell durch. Hilfe! Ich kann mir noch mal Red Display ändern, da war es viel langsamer. Ich rush hier echt zu schnell durch. Naja, was soll man machen? Oh Gott, der quatscht noch mehr als alle zusammen. Hilfe! So, hier noch ein Fuzzi. Wir müssen mal wieder unser Pokémon heilen. Den kann man verwenden, um Mew zu fangen. Diesen Trainer. So, hier zurück nach Azuria City. Wie viele Stunden haben wir eigentlich schon gespielt im Game? Im In-Game. 6 Stunden, ja. Das ist ja schon mal schnell. 6 Stunden in 17 Minuten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Bla bla bla, nein! Ah, ich will auch nicht mit dir quatschen, alter Mann, geh weg! So, dam 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 dam. So, ja, das Donnerwelle, die steht in dem Attacken-Moveset drin. Aquaknarre, Level 27, Aquaknarre und tschüss. Aquaknarre, Aquaknarre. Ich mache jeden nass hier. So geil ist mein Schillock. So, den nicht. Gegen den solltet ihr nicht kämpfen, wenn ihr Mew fangen wollt, aber ich kämpfe jetzt einfach mal gegen den. Wir wollen ja hier nicht Mew fangen, ich habe ja Mew schon im Gelb Let's Play gefangen. Link hier, jetzt rechts nebenan, wenn ich nicht vergesse es einzufügen, diesen Link. So, zack, das ist ein Wanderer, komm, ich mach dich alle. Deine Pokémon sind keine Gegner für mich. So, ich möchte Geofissur haben, Geowurf. So, hier Geowurf. Kann sein, dass es gerade ziemlich langweilig wird, dieses Spiel, weil ihr nicht mehr seht, welche Attacken und Pokémon als meine Gegner sind. Rettern, Aquaknarre, Aquaknarre und tschüss. So, hier hat zwei Pflanzen-Pokémon oder vier. Na, ne, scheiße. In Gelb hat die, glaube ich, nur einen Myraplau und einen Knuffenser. Hallo Bill, bla bla, ja, du bist ein Pokémon-Jack. Ja, ich helfe dir. Boah, der quatscht ja noch mehr als alle anderen, die wir jetzt begegnet sind. So, da ist dieser Fuzzi. Zack. Lass mich in Ruhe, nein! Oh Gott, okay. Jetzt haben wir das Bootsticket, jetzt können wir ins Schiff von Orania City, die MSN. Und wir können jetzt auch nach Orania City latschen, wo wir unser zweites Team-Pokémon schon fangen werden. Unglaublich, wie schnell wir hier durchrushen. Nicht schlecht eigentlich, nicht schlecht. So. Und lass mich durch! Hier ist ein Rocket, der hat einen. Ein Pantilos, ein Traumato und ein, ja, Macholo. Das hier ist Lavandier Town, Pokémon Reds, Blue und Yellow. Also diese ist das Spiel, ne? Wir sind allerdings noch nicht in Lavandier. Erst später sind wir in Lavandier. So in, ich würde sagen, einer halben Stunde, mindestens. Ne, ja, höchstens meine ich, höchstens. Wir haben noch viel vor uns. Wir haben noch Major Bob vor, dann müssen wir noch die Leute im Schiff ausschalten. Dann noch durch den Mondberg, durch die Route, die zum Mondberg geht. Also ja, das dauert noch seine Zeit. Und dann sind wir in Lavandier. Ach, der hat auch einen Stegin, toll. Boah, wir haben schon 30er Pokémon. Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Wir sind viel zu stark. Na gut, wenn man nur ein Pokémon hat und mit dem schon 1 Million Pokémon gekillt hat, dann ist es kein Wunder, dass wir schon einen Schillock Level 30 haben. Aber wir brauchen ein anderes Pokémon für Major Bob, denn mit Schillock kommen wir gegen Major Bob nicht an.
und ich sollte weniger quatschen. Ich trinke mir schon ein Schlückchen. Habe ich mir extra bereitgestellt für dieses Play. So. Der hat einen Radikal. Und die hat mehrere Taubsis, habe ich in Erinnerung. So, jetzt sind wir in Oranje City. Super, super, super. Und alles ist orange. Na, ich will nicht speeden. Aber ich muss speeden. So, okay. Nein! So, zack. Und jetzt können wir uns die Angel holen, wenn wir Gyarados ins Team nehmen wollen. Aber ich möchte keinen Gyarados ins Team holen. Jetzt möchte ich mein zweites Team-Pokémon fangen. Aber zuerst brauche ich Bälle. Wir haben noch gar keine Bälle gekauft. Wie viel Geld haben wir denn schon? Oh Gott. 17.000. Ich kaufe mir mal 99. Nee, komm, das ist übertrieben. Sagen wir 20 Pokebälle. Lob, lob, lob. Und jetzt, ab in den Diktatunnel. Da fangen wir unser zweites. Aber ich mit dem Dicti direkt fangen. Ich glaube, ich setze Ackerknall mal schnell an erste Stelle. So, dann geht's viel schneller. Panzerschutz. Ne, kein Panzerschutz. Das passt schon. Tschüss. Können wir auch gleichzeitig unser Schildock trainieren. Ich weiß, es ist zwar ein bisschen Cheating mit dem Speed, aber das ist ein Speed-Let's Play, ne? Wenn ihr so ein Speed-Let's Play seht, dann müsst ihr damit rechnen, dass ich sowas mache. Komm schon, Diktri, ich will ein Diktri! Diktri, Diktri, da taucht mir eine Chance von 5%, glaube ich, hier auf. Diktri! Nein, kein Dikta, Diktri! Diktri, hallo, Diktri, Level 32. Diktri, ich will ein Diktri! Ja, also, Diktri, geht doch, bis! So, und jetzt. Pokéball. Pokéball, Pokéball. Ich meine, ja, und drin ist Diktri. Perfekt. Nein, so. Ach komm schon, noch ein Diktar, guck mich. Welches Level hat Diktri eigentlich? Level 29 geht ja. Für unsere Verhältnisse ist Level 29 ausreichend. Wir rushen viel zu schnell durch. Diese Musik ist aus Pokémon Rubin Saphir und Smart. Also das, was ich gerade let's play, Pokémon Rubin. Verdammt, wo laufe ich denn jetzt hin? Hallo, ich verlaufe mich hier. Ich habe mich verlaufen. So, jetzt braucht man ein Pokémon, das schneiden kann. Taubsi oder, nee. Miraflar werden oder Fenser werden natürlich auch ein Pokémon. Ich probiere es mit Blubber. Na, es überlebt den Blubber locker. Und Pokéball. Pokéball. So. Kein Spitznamen und weiter geht's. Wir wollen das Spiel durchspielen. In einem Tag, wenn es geht. Also wenn es so weitergeht, schafft man das in 4 Stunden. Das kann ich jetzt schon sagen. Okay, ich möchte mein Diktri trainieren, das heißt, ich setze es an erster Stelle. Jetzt brauchen wir gar keinen Fluchtseil mehr, weil Diktri ja Schaufler kann. Das geht direkt flott. Oh, das geht echt flott. Ich sollte nicht singen, um meine Stimme zu schonen. Oh Ratznase, was fällt dir ein? Fällt dir gar nichts ein. Flaute Gift-Pokémon. Na gut, perfekt für mein Diktri. Ah, okay, das ist keine Trainerin. Na, jetzt aber auch keine Trainer hier drin. Hier, oh, da sind jede Menge drin. 2 Stück. Der hat nur einen Nidoran männlich gehabt, dann hat die wahrscheinlich einen Nidoran weiblich. Na, doch nicht. Ah, doch. Schaufler, tschüss. So, keine Ahnung, was das für eine TM ist. Wahrscheinlich Body Slam oder so. Dann ist die andere Kabine hier. Vulcano. Oh, wow, wow. Cooles Pokémon. Hatten wir auch im Team Rocket Let's Play. So, dann geht's hier weiter. Ich rushe echt zu schnell durch. Ne, Speed Let's Play ist ja durchrushen quasi. Das ist ein Let's Rush. Epa. Tschüss, eigentlich muss man gar nicht gegen die Trainer kämpfen, unsere Pokémon sind ja schon stark genug. Aber egal, wir haben ja Zeit, ne? Vielleicht haben keine Zeit, ich muss, oh Gott, ich muss in 6 Stunden pinnen gehen. Ey, morgen habe ich Schule. So,
Und bis dahin muss ich noch Pokémon durchspielen. Unglaublich. Oh Mann, Sepa. Nervt mich doch nicht mit eurer scheiß Blubberattacke. Warum setze ich eigentlich kein Schaufler ein? Tschüss. Da ist noch Step drauf und so. So, das müsste Erholung gewesen sein. Erholung möchte ich Diktri beibringen. Diktri. Erholung. Ach scheiße, es war Body Slam. Moment, mein Moveset steht hier rechts neben deinem Schaufler. Erdbeben, Steinhagel, Blitze und Erholung. Das sind die Attacken für Diktri. Ein Schaufel ist es nicht. Achso, wir haben Erholung noch gar nicht. Okay. Ist es hier? Nein. Schaufler. Stern, du. Wird geschaufelt. Mundschatz. Ah, verdammt. So. Tschüss. Ach, hallo. Ach, scheiße, Diktri ist down. Na gut, dann. Ah, Knuffenser ist down. Shit. Was hat denn der für Killattacken? Wahrscheinlich Hyper, Super, Mega Schlag. Killt jedes Pokémon mit einem One-Turn-Kill und trifft immer. Als erstes und ja. Und trifft immer. Ah, jetzt kommt. Ab ins Pokémon Center. Steh nicht so an. Blau. So. Ah, jetzt aber. Nein, das ist die falsche Richtung. Hier, da. Falsche Richtung. Du verdammter Pokémon Trainer. Da, jetzt aber. Entscheid dich doch. Also, geht doch. Hier ist die Küche, hier findet man einen Superball in dem Mülleimer. Ach verdammt, wir können keine Welt in Italien mehr tragen. Na gut, das müsste auch der Grund sein, warum wir jetzt kein Erholung fucking Ding haben. Ich muss schnell ins Pokémon Center latschen und lagere alle Items ab. Mit alle meine ich alle bis auf Dispose-Tickets und von Zeugs. Die Sonderbomben zähle ich mir natürlich immer wieder für die Liga auf. Nein, nicht aufnehmen. Oh, wir haben den Trank gar nicht mitgenommen, egal. So, Pokéball brauchen wir, Gegengift nicht wirklich. Das schlage ich einfach mal alles rein. Helix Fossil brauchen wir nicht. Das hier auch nicht. Das hier ebenfalls nicht. Kabel Plus, ja, egal. Sonderbomben, weg damit. Fluchtseil, wir haben Schaufler. Megahit kommt weg. Mondstein kommt weg. Äther brauchen wir für die Liga vielleicht. Zack. Nuggets. Eben 45. Leinbootsticket brauchen wir. Nein, jetzt habe ich es abgelegt, oh Mensch. Und den Top-Trank, so. Aufnehmen. Ich nehme das Bootsticket wieder mit. Wo ist denn das? Hier. Oh Mann, ich hört voll meine Tasten getippelt. Ich mag das echt nicht. Oh Mann, ich muss mir das einfallen lassen, damit es nicht mehr so laut ist mit der Tastatur. Ah, die Musik ist auch aus Blau, Rot und Gelb. Das ist Champion-Musik. Die werden wir in diesem Let's Play ganz am Ende hören, diese Musik. Jetzt aber. Ah, hier geht's zum Ding, zur Küche. Nein, ich bin hier völlig falsch. Okay, hier sind ein paar Trainer. Hallo, mein Life Matrose. Tentacha wird einfach zerschaufelt. Und Trishikowski. Ich hole mir gerne einen Diktri immer. In Orania City oder im Diktatunnel. Ganz gutes Pokémon. Habe ich auch ein Gateless Play immer verwendet, um das Raichu von Major Bob zu killen, falls ich kein Pokémon gegen Raichu hatte. Okay, das ist kein Trainer. Ach komm, ich hör meinen Tasten. Moment, ich lasse mir schon was einfallen, damit ich meinen Tastengetippe nicht mehr hört. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Scheiß Webcam. Logitech geht wieder rein. Drecks Logitech. Das ist keine Technik, das ist Bullshit. Und warum bin ich jetzt bei Blau, bei Red? Egal. Und warum setzt die Schaufel gegen einen Flug-Pokémon ein? Was habe ich denn genommen? Und warum setzt der Trank ein? Was hat er denn genommen? Trank. Wir setzen jetzt schon Trank ein. So, tschüss, dieser Knosp. Oh, keine AP mehr, fuck. Nein, oh gut, Level 32 und tschüss. Allein nur mit dem Diktri gekillt. So, hier sind noch ein paar Kabinen, die ich fast übersehen hätte. So, na, Fuchsheine City, Safari-Zone, ja, werden auch noch besuchen, aber nur fluchtartig. Um unser, ja, damit wir Surfer bekommen.
sollte weniger quatschen. Meine Stimme fängt langsam an zu strecken. Aber nur langsam. Wir haben Zeit, ne? Okay. Auch keine Stimme verändern. Das ist das Schlimmste, was man machen kann bei einem Speed-Let's Play. Goldini, Goldini. Oh, verdammt. So. Du wirst gebissen. So, was hast du? Pikachu! Boah, lass mich in Ruhe, Pikachu! Was war das für ein Item, beziehungsweise für eine TM? Top, Alter, toll! Wo ist denn eigentlich Erholung? Hey, wo ist Erholung? Ich möchte Erholung bitte haben. Erholung? Nein, hier gibt's keine Erholung. Was ist hier überhaupt kein Erholungsgebiet hier in diesem Schiff? Oh, meine Nase juckt die ganze Zeit! Ah! Falls ihr es gerade in der Webcam seht, falls die an ist. Und nicht unsynchron war in diesen Parts, was ich jetzt drehe. Oh, verdammt! Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Das ist eine Arena-Leiter-Musik. Die hätten wir, ja, gehört, wo wir gegen Rocco gekämpft haben. Oh, verdammt, wir haben vergessen, gegen Misty zu kämpfen. Egal, Misty ist ja nicht besonders stark. Verdammt, wo ist Erholung? Hier ist Erholung. Verdammt! Ich will Erholung! Hey, sie. Ach, verdammt, den haben wir völlig übersehen, diesen Trainer. Bis und tschüss, Level 33. Bald haben wir schon einen Turtok. Unglaublich. In einer halben Stunde schon einen Turtok. Das ist sehr schnell. Ich glaube, für jede Minute, die vergeht, kriegt unser Schillock ein Level ab. Ich meine, es hat jetzt Level 32 und wir sind in der 32. Aufnahmeminute. Ah, verdammt, das ist ja unser Dicti. Okay, unser Dicti, ja. hat Level 32. Heuler. Ja, aber auch ein bisschen Heuler. Heuler ist eine Schleimattacke. So. Und jetzt, zack. Nein, jetzt holen wir uns VM1. Jetzt war endlich weg, du verdammte MSN, MSN, MSN. Und tschüss. So. Nein, ich bin hier wieder falsch. So, hier. Und jetzt ja, können wir vor allem eins Knuffenser beibringen. Knuffenser, Knuffenser. So, Knuffenser, du lernst jetzt erstmal zu schneiden. Und jetzt heißt das Mädchen Bob in den Arsch fischen. Oh, ich würde mich freuen in der Arena. Ah, verdammt, wir brauchen noch den Orden von Azuya City, stimmt ja. Leck mich. Okay, zurück nach Azuya City. Wir hätten uns noch das Fahrrad-Coupon mitnehmen können, aber egal, wir haben eh die Speed-Taste, da brauchen wir kein Fahrrad. Es wäre nur ein noch größeres Durcheinander, was das Speeden angeht, als es jetzt schon ist. So. Lass mich in Ruhe. Ich kill euch einfach mit einem Boden-Pokémon, um euch zu humiliaten. Level 33. So, der hat keine Chance, die Misty. Die werden wir so schnell killen, wie wir Rocco gekillt haben. Bla bla, ich bin so stark. Oh. Und tschüss, Sikowski. Oh, Starmie, ich hab so nicht Angst. Tschüss. Gebt mir Glückstrahl. Boah, wie die labert. Was die labert, ey. Was laberst du? So, hier, Wurde schnell den Quellorden abgeholt. Jetzt können wir auch zur Schneider einsetzen. Zack, zack, zack. So. Ich werde ja kein Pokémon in der Pension abgeben, wie beim Rot-Let's Play. Ich werde hier einfach durchrushen. Das ist eine Let's Rush. Lass mich in Ruhe, ihr Nervensägen. Nervigen Tölen hier. So, zack, nach links, zack, bla bla. Ja, was? Ach so, stimmt. Oh, Angewohnheit. Wir wollen ja jetzt gegen Major Bob antreten. Gegen Major Bob. Ah, verdammt. Ich drücke meine Tasten echt viel zu laut. Zu heftig. Oh Mann, das wird lustig. Besonders in diesem Let's Play, in diesem Speed-Let's Play. Bla 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 bla. Schnauflammer.
dich alle. Level 34 für Dictory. Major Bob war mein Ausbilder. Das hilft dir nicht, diesen Kampf zu gewinnen. Nicht gegen diese Dictory, was dich gewonnen hat. Und Pikachu, tschüss. Und noch ein Pikachu, tschüss. Ah, oh, verdammt. Aqua Knall. Und tschüss, Sikowski. So, jetzt öffne ich noch diesen... den Ding. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall. Ich komme mir vor wie so ein Übersetzer. Hier ist nichts bloß Abfall. Oder wie so ein Sprachprogramm. Hier ist nichts bloß Abfall. Hey, hier ist... Ach, verdammt. Hier ist nichts bloß Abfall. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Da. Was? Ah, verdeck mich. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall. Oh Mann. Hier ist nichts bloß Abfall. Ich sollte aufhören, das ständig zu selbstreden. Das ist nur Gift für meine Stimme. Für meine wunderschöne Stimme. Verdammt, ey. Wir haben doch jetzt überall geschaut, oder? Da müssen wir doch... Ach, verdammt. Das ist doch ein Scheiß hier. Diese scheiß Arena. Besonders in den Speedlet-Bells das nervigste ever. Lass mich doch diesen Schalter finden, Mensch. Nein, das Shit. Verdammte Dreckskack-Arena. Ich will diesen Hebel. Hier ist nichts bloß Abfall. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Ja. Oh Mann. That's very annoying for you all. What watching this LP? This is bad let's play. Because my English is the best English on the world. Hallo, hier ist nichts bloß Abfall. Ja. Ist mir schon klar. Ich wette, dieses Arena-Bild ist hier das Thumbnail, glaube ich. Weil wir jetzt gerade so lange sind. So, ach komm schon, das gibt's doch nicht. Leck mich, ich hasse es. Hier ist nichts bloß Abfall. Oh Mann, es wird langsam langweilig. Ja, endlich, meine Güte, wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht? Boah, das war ja das Schlimmste ever. Stellt euch mal vor, wir wären jetzt da eine Stunde da lang voll gesessen. Stellt euch mal vor, wie wir denn jetzt eine Stunde da lang voll gesessen. Jetzt müsst ihr den Mädel einfach mal diesen Major Bob erledigen. Und ich habe meine Pokémon zum Over 1000. Mal, das ist ultra stark, wenn wir jetzt gegen Major Bob antreten. Da haben sie Steroide genommen, weil sie so oft geheilt wurden. Sensor zerschneider, so mal tschüss. Und jetzt nochmal, fist dir Major Bob. Ich geb dir Fist. Fist, Alter, was hast du dir da so einverlassen, diese scheiß Arena? Sollst dich schämen, so eine scheiß Arena zu konstruieren, um die Trainer zu nerven. So, her mit deiner Donnerblitz. So, das ist Donnerblitz. Elektro-Tocker können diese Attacke lernen. Na, natürlich können Elektro-Tocker diese Attacke lernen. Oh Mann. So, zurück nach Azuria City. Jetzt haben wir den Donnerorden, oder wie auch immer der auch heißt. Orden Nummer 3. Ach, verdammt! Scheiß Tastengedrücke. Und meine Webcam ist wahrscheinlich unsynchron. Und die hat 2 Kilofenster und 2 Mirapla. Kratzer. Oh Mann, Kratzer. Wann fangen wir eigentlich unser nächstes Team-Pokémon? Ich schau schnell. Oh je, wir fangen unsere Pokémon ziemlich spät. Das nächste Pokémon werden wir in Prismania City bekommen. Das ist ein Evoli, eine Evoli-Entwicklung. Namens
Sag ich noch nicht. Lass mich in Ruhe, scheiß Nervensägen, ihr scheiß Nervensägen. Oh nix, oh nix, oh nix, nix, oh nix, wie weg hier. Unsere Pokémon haben schon fast Level 40. Oh, unser Dekli zumindest ist schon ziemlich stark. Oh, so starke Pokémon hatte ich noch nie an dieser Stelle. So, hier geht's noch lang. Knarre, Orkbockknarre und Schischi kostet. Wie viele Minuten haben wir jetzt eigentlich? Auf Kasten. 15 Minuten, 15 Stunden meine ich. Biber, tschüss. Tschüss. Das war die reinste Zeitverschwendung, ja, du hast recht. Mit diesem Let's Play, das ist reine Zeitverschwendung. Ich könnte mit diesem Let's Play so viele schöne Sachen einstellen. Scheiße, ich habe vergessen, dieses versteckte Item zu holen. Okay, nochmal. Nochmal. Das lässt jetzt nicht auf mir sitzen. Ich will diesen Äther. Oder diesen Top-Äther. Oder was für ein Äther auch da immer drin ist. Ist ein Äther. Ja, ein Äther. Verdammter Äther. So, hier. Der hat auch ein Onix. Was ausgewichen? Was willst du mit ausgewichen? Achso, falsche Attacke. Und mal fairer Kampf. Ja, Wasser gegen Gestein-Pokémon. Total fair. So. Raupi, useless, Hornu, useless, Blutzug, geht so. So, was hat der? Radfratz, useless, Dickter, super, Rettern, geht so. Sandern, geht auch so. So, Enemy down. Und die Musik ist aus Black and White. Das ist der Dragon's Barrel Tower. Mach Hollow, geht so. Kleinstein, geht so. Ja. Was hast du? Mauzi, geht so. Und ja. So, ich gehe blind in den Felstunnel, weil ich keine Lust habe, mir jetzt Blitz abzuholen. Ich schaffe mal auch ohne Blitz. Im Emulator kann man das ganze Jahr gut sehen. Pikachu, gut. Und Pipi, geht so. Hab man schon überlegt, ob ich ein Pixie ins Team rein tue, aber nee, Pixie ist ein Normal-Pokémon, ich mag keine Normal-Pokémon. So, jetzt geht nicht. Jetzt go blind Tuse Felstunnel. Meine Lieblingsstelle. Boah, im Rot Display hätte ich fast aufgehört wegen dieser Stelle. Wegen dem Felstunnel. Aber wir rushen ja ziemlich schnell durch. Ich glaube, wir waren hier schon bei 2-3 Stunden, wo wir beim Felstunnel waren. Oh, wir haben schon einen Tutor, na gut. Ich rushe echt viel zu schnell durch, das gibt's doch gar nicht. Dabei wollte ich doch meinen Rekord knacken. Ich glaube, meinen Rekord mit der längsten Aufnahme-Session können wir vergessen. Ich muss doch ein Trainer sein hier in der Umgebung, oder? Ach, hä? Wo sind wir denn jetzt? Ach so, wir sind zurückgelaufen. Na, ich bin dann ganz schlauer. Hier ist der Trainer. Hyrapler. Nein, keine Paralyse. Paralyse in Höhen sind scheiße. Nein! Lass mich! Hallo, was soll das? Warum setze ich eigentlich Blubber ein? Ja, das habe ich mir jetzt selbst zuschreiben. So. Und hier muss denn noch ein Trainer sein. So, jetzt er. Dickdre ist unsere Rasierklinge für Emus. Er setzt Schlitzer ein. Schwarze Oma, lohnt sich nicht. Siehe Julians Block. Ah, falsche Attacke. Schaufler und tschüss. Warum hat der einen Kleinstein, der jetzt schon längst einen Georg wahrscheinlich haben können, nehme ich an. Boah, wir haben ja schon fast 40er und wir sind hier im Felstunnel immer noch. Das ist nicht mehr schön. Warum setze ich Sandhöbein? Ich habe mich mal wieder vertippt. So, und in 15 Minuten werde ich mal kurz stoppen, damit ich kontrollieren kann, ob das auch richtig aufgenommen wurde. Mit Webcam zum Beispiel, und falls nicht, dann werde ich die Webcam ausschalten. Dann kann ich ja machen, was ich will eigentlich vor der Kamera, ne? Da kann ich sogar Nase popeln und so und ihr würdet es nicht sehen. Habe ich glaube ich schon mal gemacht, ne, in diesem Let's Play. Nein, ich habe auch nie in meinem Let's Play Nase gebohrt. Wer macht denn sowas? Nur asoziale Penner machen, tun in ihren Let's Play Nase bohren.
So. Verdammt, dein Pokémon! So, hier, wir sind ja schon fast durch. Oh mein Gott, wir sind echt viel zu schnell. Wir sind echt viel zu schnell. In 15 Minuten schon in Lavandier, also. Das schafft doch kein Mensch. Like a Boss. Schlitze. 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 Tschüss. Nein, Schlitze. Und Enemy down. Schaufler. Tschüss. Schaufler. Tschüss. Scheiße, jetzt haben wir nichts mehr gegen... Ah, okay, er killt sich selber, kann man natürlich auch machen. Oder man Schaufel eingesetzt, ohne es zu merken. Egal. Ja, wir haben ja einen Aether dabei, stimmt ja. Ich setze mal einen Aether ein. Und der 37. So, Aether, wo ist der Aether? Elixier war besser, aber ich nehme Aether für Schaufler. Nein, nicht Turtok. Nicht Turtok. Dickdi. So, Schaufler. Okay, weiter geht's. Wir haben noch jede Menge Trainer hier. Hier zum Beispiel. Verdammt. Schaufler. Wie viele Trainer sind hier noch? Ein Schaufler für die Pokémon hier in der Arena. In diese Höhle. Nein, gegen Taubsi können wir keinen Schaufel einsetzen. Okay, ich muss den Äther jetzt nochmal einsetzen. Mama Top Äther auf Schlitzer. Dickdri, Schlitzer. So, jetzt hat der Schlitzer wieder volle AP. Das heißt, every Pokémon is a One-Hit-Kill. Du bist ein harter Brocken. Ja, ich weiß. Ach, die Musik ist schön. Einmal Lieblingsmusik. Ich weiß nicht, von welchem Spiel sie ist. Aber sie ist wunderschön. Dam, dam, dam. Dam, dam, da, 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 da. Wir rushen hier viel zu schnell durch. Wir rushen hier viel zu schnell durch. Und ich sollte nicht singen. That's only very annoying for you. So, ist hier noch jemand? Hallo, hat hier noch jemand was zu melden? Nein, gut, okay, Lavandier, jetzt mit Lavandier. Ich würde jetzt gerne Lavandiermusik rein, aber die Musik ist so schön. Level 36 und 38, in einer Dreiviertelstunde. Das schafft doch kein Mensch, außer Speeden. Pipi, mach. Weg. Ich mach Pipi fertig. Nur zum Vergleich, in einer Dreiviertelstunde, das war so ungefähr ein Yu-Gi-Oh! Part, haben wir einen Duellanten oder zwei Duellanten besiegt, ne? Und jetzt in diesem Let's Play schaffen wir mehrere hundert Trainer in einer Dreiviertelstunde. Oh, Slimog. Hab einen schönen Blick, ob ich Slimog ins Team rein tue. War mir aber die Häufigkeit, wie man es begegnet, war zu niedrig, deswegen habe ich es mal gelassen mit einem Slimog. Ist aber ein geiles Pokémon. Also ich bin an Slimog fallen, würde ich mal gerne ins Team reintun. Vielleicht in einem anderen Let's Play. Mal schauen. So, Smogon. Und hier Taubsi. Aquaknarre. Ich glaube, das ist total unspannend, dieses Let's Play. Ich meine, wir kämpfen hier gegen 19er mit 40er Pokémon. Unglaublich dieser Scheiß. Unglaublich dieser Kevin. Unglaublich, diese Schlitzis, okay. Eines müsste hier noch sein, oder doch nicht? Der hat zwei Quaps und ein Quaputzi. Bis. Tschüss. So. Bis. Und bis. Beißt ja jeden zu Tode, das ist der Killer-Biss. So, wir sind schon fast in Prismal City und kriegen bald unser neues Team-Pokémon, unser Evoli. Was wir auch sofort entwickeln werden. Evoli ist eine Ausnahme mit dem Entwickeln von Steinen. Turtok wurde besiegt, ach wie schön. Ah, 50 Minuten nehmen wir schon auf, oh mein Gott.
Ich verschwende meine Lebenszeit. Meine kostbare Lebenszeit. Die kriege ich nicht mehr wieder. Nur für euch verschwende ich meine Lebenszeit. So, Evoli. Nein, kein Spitznamen. Das haben wir schon im Team. Ich werde mir sofort entwickeln. Na, welches Pokémon nehmen wir? Aquana, Flamare oder Blitzer? Welches nehmen wir? Was glaubt ihr? Nein, ihr schreibt keinen Kommentar. Ihr, keine Ahnung, ihr wollt es mir denn sagen. Schreibt mir wieder Antwort. Oh Mann, ich immer mit meinen scheiß Kommentaren. Das ist ja schon fast Werbung für den Kanal. Also ja, das ist ja ein bisschen Abo-Bettlerei mit den Kommentaren. Schreibt doch mal einen Kommentar, das ist voll Abo-Geilheit. So, welches Pokémon nehmen wir? Wir haben die Wahl zwischen Flamare mit dem Feuerstein, wir haben die Wahl zwischen Blitzer mit dem Donnerstein oder die Wahl zwischen einer Aquana mit einem Wasserstein. Ich nehme mir einen Donnerstein und hole mir einen Blitzer ins Team. Damit können wir manche Autofahrer blitzen mit unserem Blitzer. meine Wortspiele werden immer schlechter. So, Blitzer. Und jetzt, ja. Epileptiker wegschauen. Okay. Nein, jetzt laufe ich hier nach oben. Fuck. So, wir müssen nach unten. Wir müssen nach unten. Nicht nach oben. Ich hätte einen Aufzug nehmen sollen, das wäre schneller. Egal. Oh, ich freue mich schon auf die Silpsko. Das wird ein Geraffel. Das kann ich euch schon sagen. So, jetzt müssen wir unser Blitzer trainieren. Wir wollen ja ihre Blitzer trainieren. Ich würde sagen, wir gehen hier erst einmal in die Rocket-Spielhalle. Und machen es schnell. Schnell wie der Blitz. Wir machen schnell wie der Blitz. Auch wenn eine geile Musik, die Rivalenmusik aus Pokémon Gold und Silber und Kristall und Soul Silver und Hellsgold. So, und ach verdammt, wir haben vergessen das Plakat zu aktivieren. Das sieht man kaum mit dem Emulator, naja. So. Wie von Zaubern ist hier ein versteckter. Ein verstecktes, ja, Hauptquartier. Eigentlich geworden und Blitzer ist down. Fuck. Fuck. Ja gut, Blitzer kann auch keine Elektroattacke. Ich glaube, ich sollte ihn vielleicht Donnerblitz beibringen. Ich glaube, das mache ich. Ich lerne ihn Donnerblitz bei. Oder ich bringe ihn Donnerblitz bei. Das ist das bessere Deutsch. Deutsch schwer. Naja, wenn man schon 15 Minuten aufnimmt, da fällt es einem schon langsam schwer mit dem Deutsch reden. Oh, Konter. Nein, Konter bringt mir kein Pokémon bei. Teleport auch nicht. Donnerblitz. Eine gute Wahl. So. Jetzt laufe ich zurück ins Pokémon Center. Ich setze dazu einen Schaufler ein. Hoffentlich funktioniert der Schaufler. Ja, Schaufel funktioniert, ach wie schön. So, geht ja in manchen Generationen nicht mehr, dass man aus Häusern mit Schaufel fliegen kann. Und das ist Deoxys Musik. Auch wenn es sich nicht danach anhört, aber es ist Deoxys Musik, das kann ich euch schon sagen. Aus Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Die Remix von diesem Spiel hier werde ich auch irgendwann mal let's playen, wenn ich Lust habe. Aber es dauert noch einige Zeit. Ich möchte ja jedes Pokémon-Spiel let's playen. Wir rushen hier echt zu schnell durch. Das sage ich jetzt schon zum 100. Mal in diesem Let's Play, aber es stimmt ja auch. So, wir müssen tiefer gehen. Den haben wir schon. Jetzt müsste das hier ein Sonderbomben sein, glaube ich. Ach verdammt, konnte ich nicht lesen. Oder das war wahrscheinlich ein Mondstein. Dann ist das hier ein Flugzeug, schätze ich. Mondstein, okay, dann war das hier ein Mondstein. Und warum läuft mein Charakter nach unten? Das soll er doch nicht. So, okay, das war Team 7, müsste Klingensturm, schätze ich, sein. Hornbohrer. Eine geile Attacke eigentlich. Warum steht die nicht im Moveset drin? Wahrscheinlich, weil die kein Pokémon kann. So, ich hole mir noch schnell Top, Super, ne, Supertrank, ja, Supertrank. Das ist ein Supertrank. Super, echt super. Okay, jetzt heißt es zurückgehen. Mach doch nicht ganz zurück, Mensch. Oh, egal.
Echt ein schönes Rätsel. Hab mich damals beim ersten Durchspielen den Kopf zerbrochen und warum mache ich so eine Scheiße? Oh Mensch. Mensch, ich sollte weniger speeden. Ich sollte nur speeden, wenn es nötig ist. So, jetzt nicht speeden, ja? Gut. Sonst hätte ich mich geschlagen. Und mit mich meine ich mich und niemand anderen. Und warum setzt sich kein Donnerblitz ein? Donnerblitz. 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 So. Hier auch kein großer Gegner. Ich setze Donnerblitz meine erste Position. Donnerblitz. Fuchs, okay. Ist eine gute Attacke. Und tschüss. Scheiß Rocket. Hypertrank. Ja, wie schön. Okay, wir haben noch nicht den Türöffner. Irgendwie mache ich dieses Geschoss immer als erstes, obwohl man zuerst das letzte Untergeschoss als erstes machen sollte. Naja, habe ich mir so angewohnt. Gewöhnt, wie auch immer. So, das ist Klingensturm, das weiß ich. Das ist Klingensturm. Warum habe ich vorhin gesagt, dass diese Themen Klingensturm ist? Habe ich einfach so geschätzt. Und ich fange langsam an, Scheiße zu reden. Irgendwie. Keine Ahnung. Kann sein, dass es euch nicht auffällt, aber mir fällt es langsam auf, dass ich langsam mir keine Wörter mehr einfallen. Das ist ja schon ein Zeichen, dass ich schon lange aufnehme. Mir fallen keine Wörter mehr ein. Wahrscheinlich rede ich hier jetzt in 2 Stunden totalen Bullshit, wenn wir dann beim Champion sind. Okay. So, hier geht's lang, wir müssen zurück. Dann geht's hier lang. Okay. Donnerblitz. Oh Gott, fuck, hab keine AP mehr. Na gut, dann Ruckzuckieb. Als Reserve. Nein, keine Hypnose. Boah, das war knapp. Fast wie Blitzer down. Aber nur fast. An der Kante. Zum Tod. So, der hat den Türöffner. Aber ich glaube kaum, dass Blitzer es schaffen wird. Nein, tut's nicht. Und wieder mal muss Digdy Abhilfe schaffen. Gib mir den Türöffner, danke. Oder den Liftöffner, what else? Türöffner ist ja in der Silbsko, oh Mann. Ich würde mich freuen auf die Silbsko. Das wird lustig. Und ihr hört mein Tastengetippe, nicht wahr? Ihr hört mein Tastengetippe. Oh, in 2 Minuten mache ich eh Pause, dann höre ich, ob ihr mein Tastengetippe gehört habt oder nicht. Ich mache jetzt noch schnell Giovanni und dann mache ich Pause. Na, jetzt aber. Tschüss! So, zack. Nein! Zack, 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 ab nach oben. Ach verdammt, was mache ich da? Wir müssen ja noch in den 2. Stock. Oh Mensch. Und hier. Und da. Und hier. Und da. Und hier. Und fertig. Ist das Bier. Pferdes UG. Wir müssen immer ganz nach unten. Ich spür's nicht, die dunkle Seite macht. Ja, danke Darth Vader, dass du sowas sagst. Tschüss, Arbok, tschüss. Und hier. Schaufler, tschüss. Level 39. Rettern, tschüss. Dann Dama, tschüss. So schnell kann man 2 Rockets besiegen. Hier finden wir Protein oder Eisen. Irgend so ein Vitamin-Item. Eisen war's. Und hier ist Giovanni, ich mache noch den fertig, dann mache ich Pause. Um dieses Video zu safen, quasi. Dass ich dann alles nochmal voll machen muss, falls plötzlich ein Bluescreen kommen sollte. Und den hat man erledigt. So, okay, dann mache ich schnell Pause, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, bin ich wieder. Hab gesehen, Webcam funktioniert nicht, war wieder unsynchron. Naja, kann man nichts dagegen machen. Die Technik halt eben Logitech billig Webcam vom Aldi, wohl gesagt. Vielleicht liegt es auch im Lauter, aber ich glaube eher, das liegt an der Webcam. Und Level 40 hat die schon, oh mein Gott. Ach verdammt, ich habe vergessen zu schauen, ob ihr meinen Tastengetipp hört. Naja. Also die erste Stunde ist fertig gerendert, jetzt machen wir die 2. Stunde. Let's play Pokémon Rot, Blau Speed. Jetzt müssen wir zurück in die. Warum setze ich keinen Schaufler ein? Geht doch viel leichter. So, Schaufler.
Jetzt machen wir gleich die Arena, wenn wir schon hier sind. Ups, meine Pipi. So, hier, weg mit dir. Zerschneider Busch. Es liegt Böses im Busch. Das Böse! Okay. Hey, du darfst nicht hinein! Doch, darf ich. Das ist VIP für mich. Ach, verdammt, ich hasse diese Taktik. Die Rap-Taktik. Ruckzuckieb. Da funktioniert die Rap-Taktik nicht mehr. Verdammte Rap-Taktik. So, jetzt noch eine. Hat man kaum erkennen können. Oh Mann, Blitze ist down. Danke, Rap-Taktik. So, wieder ein paar One-Hit-Kills. Mit Spitzer. Meine Frisur ist ganz zerzaust. Ah. Geh zum Friseur, Mensch. Okay, hier zerschneiden. Das diese Busch. Schlitzer. Oh, du Grobian. Schlitzer. Ich mach's jetzt schnell. Schlitzer. Ich weiß, wir müssen ja Blitzer trainieren, aber ich pfeife jetzt einfach mal drauf. So, haben wir alle erledigt? Und warum sind die Büsche wieder da? Die haben wohl ein Supermittel bekommen, dass sie sofort wieder nachwachsen, naja. Die haben wir doch schon, oder? Ne, die haben noch nicht, okay. Schlitzer, zurück ins Pokémon Center. Geht hier eigentlich Schaufler? Ne, schade, wäre auch schön gewesen, wenn es in den Arenen gehen würde. Okay, dann laufen wir einfach mal den ganzen Weg zurück. Kürfenster, Zerschneider, zack. Nein, falsches Haus, oh Mensch, sag hier da, ich will zum Pokémon Center. Lass mich ins Pokémon Center gehen, ihr verdammten. Ah. Und ich laufe hier ständig nach unten, aus irgendeinem Grund, aber egal. Fenster, Zerschneider, zack. Und ja, hier, ab in die Arena. I go back in the Arena, zack. Also Erika, mach mal dich schnell fertig und dann kannst du weiter deine Pflanzen betrachten, ne? Oh verdammt, so 10, ja, da wechsle ich sofort zu Dick, die sind zwar beide schwach gegen... Und gegen Pflanzenattacken, ah verdammt. Shit. Totok, hab keine Ahnung. Nein, sag bloß, wir verlieren gegen die, wir haben schon im Gateless Play gegen die verloren, nein! Oh. Ruckzuckieb, nein, kein Supertrank, oh, scheiße. Wir haben gegen Erika verloren, das gibt's doch gar nicht. Verdammt! Zerschneider! Klufense, du schaffst es! Yay! Klufense ist so geil! Und du schaffst es auch noch, ich glaub an dich! Oh nein! Och Mensch! Jetzt zum ersten Mal verloren, naja. Und wir hatten 40er Pokémon, also das war wirklich noobig. Aber egal, ich hab die nicht ernst genommen. Ich habe übrigens vergessen, eine Themen zu holen. Wir müssen dann hier eigentlich noch hin, ne? So, hier Tafelwasser, Sprudel, Lemonade, hier Sweet Lemonade. Und ich kann keine weiteren Items mehr tragen. Lauf doch nicht so rum wie ein Verrückter. Hallo, komm her, ich hab keinen Bock mich zu bewegen, komm her, komm zu Papi. Hallo? Wo laufst du denn hin? Die dreht völlig durch, jetzt er hier. Ja, ich bin so durstig. Oh, verdammt, wir haben gar kein Getränk rein. Komm bei. Ah, verdammt, wieder volle Items. Okay, lagern wir wieder ein bisschen Scheiße ab. Oder verkaufen wir ein bisschen Scheiße, genau, das machen wir jetzt. Verkaufen. Eisen. Fluchtzeit. Also ihr solltet auf keinen Fall spielen, so wie ich gerade spiele, weil ich speede hier eigentlich nur. Ich rush hier ja eigentlich nur durch, ne? Das sollte man nicht in einem normalen LP machen. Oder beziehungsweise in einem normalen Game. Lass mich durch, danke. Okay, nochmal. Tafelwasser. Sprudel und Limonade. So. Komm her. Hallo, komm her. Komm zu Papi. Die hört nicht auf mich. Die sollte eigentlich gar keins bekommen. Es ist Bestrafung. Komm her. Nein. Oh. Die hat Angst vor mir, die rennt dauernd von mir weg. So, Spurgel. Dieses Steinhagel. Bringen wir Dick die Ball.
Und hier Limonade. So. Triplette bringen wir einem, ja, kann ich schon sagen, unser nächstes Team-Pokémon bei. Nein, na, es ist ein Flug-Pokémon, kann ich schon vorher sagen. Oder kann ich schon vor, ja, vorsagen. Ja, ich vergesse. Schaufler, Sandwirbel. Und jetzt da, Eisstrahl, ne? Eisstrahl ist es, oder? Eisstrahl, hallo, Eisstrahl. Hornbohrer, nein, kein Hornbohrer. Ich will Eisstrahl. Nein, auch kein Risikotackle, Eisstrahl. Gegen den Sturm, nein, nein. Ah, Eisstrahl, hier. Du. So, Turtok lernt Eisstrahl. Rutenschlag. So. Ich schau mal schnell den Moveset drin. Rein, meine ich. Ah, sehr interessant, okay. Okay, wir werden bald zwei bald zwei neue Team-Pokémon fangen. Unser viertes und unser fünftes. Auch wieder auf einem, in einer Minute kann man sagen, wenn wir schnell sind. Lass mich da. So. Beide kann man in der Safari-Zone finden. Na, jetzt, aber ich will hier da lang. Gott verdammt, ich hasse es. Ich hasse es. Das ist ein neuer Slogan für McDonald's. McDonald's. Blablabla, ich hasse es. Ihr hört mein Tastengetippe. Das sollte gar nicht sein. Ich mag es nicht, wenn mir mein Tastengetippe wird. Es regt mich sowas von auf. Sowas von auf. So, Erika. Jetzt meinte ich fertig Eric. Eric, Gronk. Gronk heißt ja Eric. Also, tschüss, Eric. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Turtok, Eisstrahl, sehr effektiv. Gegen Pflanze, Eis gegen Pflanze ist immer sehr effektiv. Da hat sogar kein Giflo, da hat sogar Giflo keine Chance. So, tschüss. Gebt mir Megasauger oder Gigasauger, was else? Nee, Megasauger ist das. So, in der zweiten Generation kriegt man Gigasauger. Hier kriegt man allerdings nur Megasauger. Okay, jetzt holen wir uns. Na verdammt, wir haben noch die Pokéflöten noch gar nicht. Wir können noch nicht nach Fuxan City. Das heißt, wir müssen jetzt in den Pokémon-Turm, in Lavandia. Und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt für die Lavandier-Musik. Ich mache mal schnell eine rein, Moment. Das mache ich natürlich in-Screen, weil ich so... Ne, ich mach's aus-Screen. Gut, hier bin ich wieder. Jetzt Lavandier-Time. Let's kill little child. Oder little kids, what else. Und zuvor möchte ich noch das Tafelwasser loswerden. Gehen wir einfach mal durch Saffronia City durch. Ach verdammt, ich glaube, ich mache die Musik erst an, wenn wir wirklich in Lavandier sind. Ach was soll's, wir sind hier recht schnell durch. So, it's Lavandier Time. Denn das ist Lavandier, die Stadt der Geister. Letzter killt Asgardos ohne Problem und Level 29. Oh, Glitzer geht aber ganz schön ab. Na gut, jetzt hätten die Pokémon normalerweise Level 30, aber unsere haben Level 40, bis auf Blitzer. Jetzt kommt jetzt nur ein Giflor, Mensch. Quatsch, ein Visaflor. Visaknoss. So. Was machst du mit dem Pokédex? Ich hab echt einen Taragosto gefangen, aber ich hab noch keinen Knodder. Soll das eine Parodie sein auf eine Anspielung? Nein. Oh, Nebulox sieht aber gruselig aus. So, was hast du? Die haben hier alle Nebulax und Alpollos, recht einfachste Pokémon. Weil Nebulax und Alpollo und Gengar die einzigen Geist-Pokémon der ersten Generation sind. Denen einen Pokémon-Turm zu gönnen ist eher Schwachsinn, aber ich finde den ganz gut gemacht. Halt, da oben ist noch eine Exorzistin. Das ist Lavandia, die Stadt der Geister. Unser Tick ist schon Level 42, jetzt können wir mit Dicky eigentlich schon in die Liga. Ich wette, wenn wir in die Liga sind, haben unsere Pokémon Level 50. Also ein perfektes Level eigentlich. Wenn man es so haben möchte. Nein! Schaufler! Tschüss! So. Wir müssen. Also im nächsten Stock gibt es eine Heilstelle, da können wir unsere Dicky heilen. Weil die einzige Attacke, mit der Dicky angreifen kann, ist Schaufler. So ist. Schaufler keine AP mehr, jetzt müssen wir wechseln. Das ist ein Elixier.
Lass mich in Ruhe! Oh, verdammt! Na komm, ich lass dich jetzt killen. Stirb, danke. So, dann noch Cliffhanger hinterher. Komm schon, vergiss dieses Nebulak. Nebulak ist ja eh ein Gift-Pokémon, also funktioniert es total. Okay, Level 40 für Tutok. Oh man, ich muss diesen. Moment. Okay, aus dem Nieser wurde ein Huster. Na verdammt, jetzt habe ich es verzogen. So, jetzt passt wieder. Hoffe ich zumindest. Kann sein, dass der Ranzitz ein bisschen falsch ist. Naja. Na komm. Scheiß Items. Okay, ich Elixier auf. Keine Ahnung, ich gebe einfach Turtok, ist ja egal. So, was ist das? Du kannst keine weiteren. Ach komm, leck mich. Aufwecker, den schmeißen wir gleich weg. Wir kriegen ja eh die Pokéflöte dann, wenn wir das Ganze haben. Da braucht man keinen Aufwecker mehr. Eisstar oder Abknall, ist egal. So, hier, Nebulak. Nebulak, tschüss. Und ist das alles, was ihr drauf habt, ihr Geist-Pokémon? Ihr enttäuscht mich aber. Nein! Nein! Scheiße. Oh, Epic Fail. Oh Mann, jetzt mal wieder hier. Oh Mann, das war Epic Fail gerade. Ihr seid alles, was ihr drauf habt, ihr Geister. Nein! Ach, wieder eine geile Musik. Was soll das? Ich will da rein. Lass mich rein. Oh, er will mich nicht reinlassen. Danke. Die laufen ja aber verstreut rum, die ganzen Leute. Naja. Vorhin schon die im Kaufhaus, die hat uns auch, die ist auch amok gelaufen ständig. Wahrscheinlich war sie vom Geist besessen und wollte dann in den Pokémon-Turm reingehen. Oh, weil sie nicht an Geister glaubt. So. Und damit 30 für Blitzer. Verdientes Level. So schwach wie es gerade ist. So, Blitzer ist langsam richtig stark. Aber nur weil es Donnerblitz kann. Es gibt keinen Kommen. Doch, gibt's. Hier, der Ausgang ist hier links. So, hier hat ein Apollo. Die ist besonders verrückt. So, hier kann man seine Pokémon heilen. Zack, zack, zack. Apollo, Quatsch, Nebulak. Nebulak, Level 31, Donnerschock. Naja, Donnerschock ist eher unnötig, weil wir ja die Attacke Donnerblitz haben. Deswegen eher nicht. Okay, hier, das ist ein... Verdammt, ich hätte noch meine Items ablegen sollen. Ich schmeiß den Mondstein weg. Wir entwickeln eh keine Pokémon, also weg damit. Nicht nachmachen, keine Mondsteine wegwerfen, das ist dumm. So, Nuggets. Ich müsste gleich zu meinem obersten Stock, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Tabasso, Tabasso. Elektro gegen Boden-Pokémon. Sehr schlau. Sowas. Nicht nachmachen. Donnerblitz. Donnerblitz. So, und ich dachte, der Blitzer geht down. Gibt's aber nicht. Und tschüss, Exorzistin. Ah, verdammt. Warum gibt's hier so viele Items? Okay, was schmeißen wir denn weg? Supertrank. Ich schmeiß den Supertrank weg. Wieso? X-Treffer. Level 32. Level... Na, verdammt. So, das war die letzte. Das ist hier wieder ein Sonderbomben. Und tschüss. Oh, jetzt kommt das Knogger. Komm schon, Blitzer, du schaffst es. Dieses Pokémon kann man nicht fangen. Ist übrigens die Besonderheit. Das ist das einzige Pokémon, das man überhaupt nicht fangen kann, das es gibt. Ihr seht, wenn man Pokéball schmeißt, es weicht den Ball aus. Oh, unglaublich gruselig, sowas. Ja, aber es scheint nicht die Lust angreifen zu wollen. Na gut, dann können wir es halt einfach. Und tschüss. So, ihr Rockets, machen wir euch schnell fertig und dann kriegen wir die Pokéflöte. Blitzer, mach bitte schnell, ne? Level 33, Golbat, perfekte Gegner für Blitzer. Ah, Dektri. Wieder mal muss Dektri alles wieder glatt bügeln. So, Schlitzer, Schlitzer und Schlitzer und Schlitzer. Boah, okay. Boah, wieder quatscht, ey, das ist ja auch wieder nicht schön. Lasst mich, ich will nicht. Oh Mann, keine weiteren Items. Toll.
Ich brauche die Flug. Ich lag jetzt einfach wieder den ganzen Scheiß ab, den ich nicht brauche. Ablegen. Bootsticket brauchen wir überhaupt nicht mehr. Könnten wir sogar wegschmeißen, wenn wir es nicht wegschmeißen hätten könnten. Also man kann das Bootsticket leider nicht wegschmeißen, aber ich würde es wegschmeißen, wenn man es könnte. Das wollte ich damit sagen, falls ich mich gerade nicht verstanden habe. Ich habe mal wieder Bullshit geredet, weil ich schon eineinviertel Stunden aufnehme. Hilfst du erstmal, brauchen wir auch nicht mehr, kann man eigentlich auch wegschmeißen. Nein, Sipskop, ja gut, brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. TM2 wird weggelegt, TM49, Toilette, TM21 und Karten Plus. Dann das Nuggets, dann das X-Treffer oder was else. Fluchtseil, wir haben Schaufler, okay. Und jetzt auch immer die Pokeflöte, ich will die Pokeflöte, Pokeflöte! Pokeflöte! Schnauze und gib mir die Pokeflöte! Danke! Mr. Fuji ist voll der Mr. Labertasche! Und jetzt gehen wir zurück nach Fuxana City. Normalerweise gehe ich immer die längere Route nach Fuxana City, aber allerdings möchte ich meine zwei Team-Pokémon gleich haben. Das heißt, ich gehe jetzt auf diese andere Art nach Fuxana City. Auch wenn man kein Rad hat, kann man nach Fuxana City laufen. Durch einen Bug kann man sagen. Okay, Relax, ich weck dich dann mal auf, ne? Schlitzer, Schlitzer, tschüss, ich fang's nicht, tschüss. Schnauze, Schnauze, ich glitsch da jetzt einfach durch, so. Schlitzer, Schlitzer, Level 43 und ich bin eine kleine Ratte, hat er gesagt. Ja, das höre ich öfters. Und ich sollte vielleicht Blitzer wiederbeleben mit dem Pokémon Center. Naja. Haben halt eben ein super starkes Dicky, das ist ja auch nicht so verkehrt. So, Glatzkopf ist down. Was hat der? Die haben nur Kampf- und Gift-Pokémon, diese Glatzköpfe und Biker hier auf dieser Route. Lass mich in Ruhe, ihr nervigen Biker. Biker, ihr scheiß nervigen Biker. Und jetzt ist Zeit für eine Erholung. Schnarch. Und jetzt hat Pokeflöte. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Und Digby hat wieder volle KP. Und, na verdammt, was mache ich da eigentlich? Schlitzer. Verdammt, keine AP mehr. Schaufler. Ach ja, Steinhagel kannst du auch noch. Habe ich ganz vergessen. Steinhagel, Steinhagel. Jetzt noch kein Step drauf, weil es eine in die Steinsattacke ist, aber egal. Steinhagel. Steinhagel. Na, jetzt aber Steinhagel. So. Schaufler und tschüss. Und Schaufler. Und nochmal Schaufler. Nein, jetzt bin ich hier nach oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist alles viel zu schnell. Habitat. Nein, nicht unser. Nein, keins unser Pokémon, das ins Team gehört. Ich hole jetzt mal wieder Konfenser raus. Ja, danke, dann sind wir jetzt los. Und jetzt kommt Zusack wieder. Oh Gott, hier habe ich jede Menge Tränen übersehen. Mein Volterball wird sich unter Strom setzen. Nein, mein Tutor macht dich zuvor hier ganz nass. Ganz nass. Nein, lass uns doch in Ruhe, Habitat. Ja. Dein Pokémon entwickelt sich nicht weiter, weil du es tauschen musst. So. Sei ein Rebell. Nein, danke. Tschüss, Rasaf. Und tschüss, Maschok. Ich komme nicht drauf, wie das Pokémon heißt. Das ist immer geil. So. Slimog, lass mich in Ruhe. Oh, verdammt, blockiert. Okay, der Neustrahl. Ist hier noch jemand? Ja, der Typ sie. Glober, keine Ahnung, warum ich Glober einsetze. Einfach mal so zum Spaß. Glober. Und nochmal Glober. So, hier ist noch einer. Ich glaube, das ist der letzte. Nein, kein Komprimator. Lass mich. Nein. Oh, das war knapp. Shellwummel. Blubber. Ganz klar, Blubber. Blubber braucht man nicht mehr. Und das heißt zurück ins Pokémon Center. Und zwar schnell. Lass mich. Ich weiß, dass ich kein Rad habe. Ich bin hier blind. Ich bin hier ohne ein Fahrrad durch dieses Rad, durch den Artikel gelaufen. So. Lass mich. Ich brauche kein Fahrrad. Ich brauche keine Regeln. Ich brauche kein Fahrrad. Ich brauche einfach gar nichts. So, hier ist der letzte. Zack. Donnerblitz, Donnerblitz, Donnerblitz,
Donnerblitz. Level 34, Donnerblitz, oh man. So, jetzt sind wir schon in Fuxani City. Ja, 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 lass mich. Ich weiß, dass ich keine Art habe, so. Und jetzt fangen wir unser Team-Pokémon. Ich glaube, hier kann man es fangen. Donnerblitz. Donnerblitz. Oh Gott, Donnerblitz. Wie lange nehmen wir schon auf? 1,5 Stunden fast. Und wir sind schon in Fuxani City. Donnerblitz. Level 35 schon. Boah, das geht aber schnell. Okay, der hat unser Team-Pokémon. Wir werden ein Dodi ins Team nehmen. Keine Ahnung warum, Dodi ist ein richtig gutes Pokémon, würde ich sagen. Nein, Radikal nicht. Radikal nicht. Ich spiele hier mal wieder zu heftig. So. Ich probiere es mit Tackle. Perfekt, geschwächt. Und jetzt hat Pokéball. Perfekt. Nein, kein Spitznamen. Und Dodo gleich an erster Stelle, damit wir es trainieren können. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, Fliegen zu holen. Ich hole mal schnell Fliegen, ne? Lass mich durch, danke. Fliegen, ich möchte fliegen. Ich möchte, I wanna fly away. Lass mich, ich will nichts kaufen. Die verdammten Hausierer. Was, wie Hausierer? Ich fand irgendwann Bullshit, ne? Ich rede jetzt einfach nur totalen Bullshit, weil ich schon viel zu lange aufnehme. Das ist der Grund, warum ich hier jetzt einen Bullshit rede, den kein Mensch kapiert. Bis auf ich. Nicht einmal ich kapiere, wenn ich das Let's Play mir dann anschaue. So. Okay, VM2. Jetzt können wir überall hinfliegen, wo wir gerade wollen. Mich wundert, dass Dodo fliegen kann, obwohl Dodo gar keine Flügel hat. Dafür aber Glurak fliegen kann, obwohl Glurak Flügel hat. Okay, ja, Fuchsalistie ist klar. Zurück. Und jetzt fangen wir gleich unser nächstes Team-Pokémon. Und zwar ist es ein... Oh, ich sag's noch nicht. Ich zeig's euch, wenn wir es begegnen, sage ich's euch. Ne? Ich kann euch schon vorher sagen, es ist ein Käfer-Pokémon. Warum ein Käfer-Pokémon, sagt er. Sagt ihr? Vielleicht fragt ihr euch wahrscheinlich. Keine Ahnung. Käfer-Pokémon sind gut. Und ich habe versehentlich gerade ein Rihorn gefangen, aber naja. Nein, wir werden kein Kokowai ins Team nehmen. Kokowai ist nämlich blöd, finde ich. Nein, kein Kokowai. Tschüss. Da ist es. Wir werden ein Blutzug ins Team nehmen. Beziehungsweise auch ein Omot. Na, Parasek. Fange ich einfach mal. Oh, verdammt, geflüchtet. Ja, ich habe keine Lust mehr. Tschüss. Boah. Ich glaube, wir können Dodo gleich wieder die Position von der ersten auf die zweite setzen. Ach, verdammt. Blutzug ist auf der Box. Und ich fange langsam. Meine Stimme geht langsam den Bach runter. Merke ich langsam. Aber ist normal für ein Speed Let's Play. So, ablegen. Ich lade jetzt Rihorn rein. So, mitnehmen tue ich Blutzuck. Ich fange jetzt auch langsam an, Wege zu reden, weil ich meine Stimme ein bisschen erholen lassen möchte. Wenn man schon 1,5 Stunden am Stück durchquatscht, dann ist es ganz normal, dass es schon anfängt. So, na Dodo, glaubst du, du schaffst es? Fliegen. Fliegen. Ich hatte übrigens noch nie einen Dodo im Team oder einen Dodi. Daher wieder ein Debüt. Oh, und das Debüt war ein Feld. Ach ja, ich hatte auch noch nie einen Omot im Team. Auch wieder ein Debüt. So, den haben wir auch ohne Probleme gekillt. Gekillt, wie sieht das an? Ey, ich hab dich gekillt. Ah, ich bin tot. Okay, das ist wieder der Lugia-Song. Also das ist die Musik hatten wir schon mal, glaube ich, ne? Bloß in einer anderen Version. Okay, jetzt fliegt man nur zurück nach Saffron City, weil ich mir dort Psychokinese holen möchte, die Blutzug lernen soll. Oder ne, Psychokinese steht, glaube ich, in einem anderen Pokémon-Move drin, oder? Moment. Tatsache. Psychokinese steht in einem anderen Move drin. Lass mich durch, danke. Ba, danke. Blitzug, wir haben Psychokinese ja auch von selber. Ja, warum ist hinter uns bringen gleich den... Ich glaube, ich mache gleich die Selbstcode hinter uns. Das ist so ziemlich das Nervigste bei dem Speed Let's Play. Die Selbstcode. Oh, selbst verletzt. Oh, nein, nein. Oh, verdammt. Okay, klar. Wir haben die Selbstcode. Wie oft haben wir sie durch in dem Let's Play?
Einmal, zweimal, dreimal. Dreimal, ne? Dreimal. Einmal im Gelb Let's Play, einmal im Team Rocket Let's Play und einmal im Rot Let's Play Speed haben wir die Selbstcoach gemacht. Und jetzt machen wir sie zum vierten Mal im Team Blau Let's Play. Team Blau Speed Let's Play, meine ich. Team Blau Speed Let's Play. Das wäre dann Pokémon Mystery Dungeon. Okay, jetzt brauchen wir den Türöffner. Ich weiß immer noch nicht, in welchem Stock man den findet, auch wenn ich schon over 1000 mal gemacht habe. Ah, hier ist es. Ah, passt ja. Der hat einen A-Bock. Schaufler, tschüss. Also keine Ahnung, was das für eine TM war. Ne, Quatsch, das war ja der Türöffner. Ach, was rede ich denn da für ein Bullshit? Ich fange an, Bullshit zu reden. Ah. Gut, ich möchte jetzt die Heilstelle haben. Diesen zweiten Stock. Im Team Rocket Let's Play war das ein wenig anders. Verdammt, das ist der falsche. Jetzt sind wir schon im letzten Stock. Ah, wie schnell es geht. Jetzt sind wir schon auf einmal im letzten Stock. So, zweiter Stock war es, ne? Ja, das war der zweite Stock. Im Team Rocket Let's Play war es der dritte, glaube ich. Und jetzt machen wir halt dann zum Over 9000. Mal wieder die Selbstgo. So, die Heilstelle ist hier. Zack. Das ist ein Supertrank oder ein Hypertrank. Je nachdem. Schlitzer. Oh Mann. Irgendwie trainiere ich nur unser Diktri. Das möchte ich doch gar nicht. Ich meine, Diktri hat schon Level 46. Ich glaube, ich setze das Blutzucker an zweite Position. Dann passt es wieder. Oder tausche es gleich mit Dodo. So. Du bist nämlich stärker als Blitzog. Und wir müssen ja immer das schwächste Pokémon trainieren. Das ist so eine Pokémon-Regel. Trainiere immer das schwächste Pokémon in deinem Team. Ja, einer der Rocket-Brüder. Hier muss ich wechseln. Du, Herr Blitzog ist einfach viel zu schwach für das Golbat. Ich glaube, ich muss gegen wilde Pokémon offscreen trainieren. Ja, das heißt offscreen. Ich mache ja alles inscreen. Das ist ein Speed-Let's Play. So. Boah, ich habe langsam keine Lust mehr, muss ich sagen. Das wird mir langsam zu nervig. Ich will eine Pause machen. Aber ich ziehe das jetzt durch. Nur für euch, ne? Werft euch geehrt finden, dass ich alles für euch mache. Ach komm, nicht in den Aufzug, nicht in den Aufzug, nicht da runter. So, ich spiele das nur, wenn es nötig ist. Okay, diesen Stock hätten wir erledigt. Erster Stock. Ich fange mit dem ersten Stock immer an. So, weil sonst kommen wir nur durcheinander. Hier geht's nicht lang irgendwo, hier muss lang gehen, jawohl. Hier kriegen wir Finale, gib mir Finale, danke, sonst würde ich dich töten. Ab nach unten, zack. Slimer, ich glaube, Blutzug schafft's gegen Slimer. Du verdammter Schleimer, hast mir meine Attacke blockiert. Das kann ich nur auf Aussetzer einsetzen, vielen Dank auch. Ach komm, ich wechsle jetzt sicherheitshalber, das ist mir jetzt blöd. Und Level 23. Und jetzt hat Blitzer. Donnerblitz. Und Donnerblitz. Und Level 37. Und du lernst Routenschlag. Mit Level 37, ey, das ist doch eine Verarsche. Okay, wie viele Minuten haben wir jetzt eigentlich? Oder Stunden? 34, ja, wie schön. Also einen Tag haben wir schon Pokémon Blau gespielt, ne? Kann man sagen. Hier wechsle ich zu Tutok. Und wir haben noch nicht einmal gespeichert. Ich hätte damals kein Game Boy Color überlebt, weil Game Boy Color lief ja noch mit Batterien. Und keine Batterien hielt damals durch eine, ja, mehr als einen Tag zu halten. Dann kann ich mich nur erinnern. Bis der Game Boy Advance kam. Der Game Boy Advance, der war ja mit Ladekabel, damit konnte man überall. Ja, damit konnte man den ganzen Tag eigentlich durchspielen. Ah, ich weiß noch früher, da musste ich immer die Batterien wechseln und dann habe ich keine von meinem Vater bekommen, weil er gemeint hat, ich würde zu viel Pokémon spielen. Was ja gar nicht stimmt, ne? Ich kenne das Spiel ja nur auswendig, ich kenne jede Stelle von der Liga bis nach Lavandier. So, ich möchte, ja. Ich habe echt langsam keine Lust mehr. Lass mich, ich will nicht mehr. Aber wir haben noch so viel vor, ne? Wir müssen noch, die Route von Lavandier bis nach Puxane City machen. Und dann heißt's, dann müssen wir die Route von Zenobe-Insel nach Puxane City machen, beziehungsweise nach Alabastia.
Und ja, dann heißt es Legal Time, da haben wir schon. Na, Pokémon Haus auch noch. Also so viel ist es auch nicht mehr. Und warum habe ich das in Pokéball geschmissen? Ich wollte mein Team Rocket nachmachen, genau. Das ist meine absolute Lieblingsmusik in Pokémon. Oh verdammt, den haben wir völlig vergessen. Nein! Oh Gott, Knarre! Nein! Schädelwumme! Schädelwumme! Und tschüss! So! Pokémon heilen! Schlampe, heil meine Pokémon! Schnell! Danke! Nein, nicht zweimal! Das haben sie wieder Steroide genommen! Oh verdammt. Okay, dann schaffst du Blutzugabe. So, ich glaube an dich, du schaffst es, auch wenn du unterlevelt bist. So. Auf Blutzug kann ich mich fast immer verlassen. So, hier ist noch ein Rocket-Schwuchtel. Dodo! Flug in Kampf. Ach, hier ist schon wieder Dioxys-Musik, die hatten wir doch schon mal. Oh! Gold Silver Remix Champion Battle. Auch eine geile Musik, passt zu diesem Haus gerade. Wie Weißwurst mit wie Weißwurst mit Ketchup. Lecker. Lecker, lecker Weißwurst. Okay. Ach, warum setzt sich Blutzer gegen Elektroball ein? Er lenkt mich doch am Arsch. Ja gut, er lenkt. Ja, Blutzug lernt Giftbruder. Ist ja auch immer schön. Mit den Teleportern komme ich total durcheinander. Ich glaube, diese Stoppelkarten hätten wir, glaube ich, auch schon erlegt, oder? Nein, nicht Teleporter. Kevin setzt Teleporter ein. Die Attacke hat keine Wirkung. Oh, Kadabra. Was setzt sich gegen Kadabra ein? Totok. Pantimos. Und tschüss. So. Ich habe dich befreit. Jetzt gibt mir all dein Geld. Oh, er will nicht. Hier ist kein Tipsy mehr. So, hier ist noch eine der Rocket-Brüder, der lebt und lebt. Nein, falsche Attacke. Hier so. So, du schaffst gegen Mashup. Nein! Oh, fuck. So, nein! Okay, wir werden unsere Pokémon sehr schwer trainieren können. Naja, ich glaube, wir können sie gut trainieren bei der Route von Fuchsan ist die nach Lavandier. Oder auch offscreen gegen wilde Pokémon. Was heißt hier offscreen? Warum sag ich da und offscreen? Es ergibt keinen Sinn. So, jetzt haben wir schon 1,5 Stunden übersprungen. Wäre das ein Part, hätten wir jetzt den längsten Part ever. Der längste Part, den ich ja jemals gemacht habe. Also ja, der war 1,5 Stunden. Und das war der ein Team Schwarz, der war von. Nee, Team Schwarz. Der war von Pokémon Schwarz. Und die Rote von wie heißt die Stadt? Tessera, glaube ich, hieß die Stadt nach boah, wie heißt die Stadt? Na, wie heißt die Stadt? Verdammt! Gavina? Ne, Gavina nicht. Ich kenne mich mit den Städtenamen nicht aus. Also von der Stadt, wo Cynthia halt lebt, ne? Oder beziehungsweise ihre Verwandte. So, warum ist Knuffenser wieder an erster Stelle? Ich will meinen Knuffenser nicht trainieren. Und es hat schon Level 16. Taktik, du schaffst es nicht.
Oh Mann, die einzigen Pokémon, die uns momentan sehr nützlich sind, sind Turtok und Dick, die anderen sind eher useless. Naja, egal. Ich mach's jetzt einfach mal mit Dick und Turtok. So, hier ist noch einer. Knarre. Die sind aber empfindlich. Ich mach sie nur nass und dann sterben sie schon. Wahrscheinlich wurden sie, haben sie sich seit tausenden Jahren nicht mehr geduscht. So wie ich. Nö. Och Mensch, Meier, ich habe langsam keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Nein. Ich hab jetzt keine Lust mehr. Ich hab keine Lust mehr. Ich hab langsam keine Lust mehr. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. So, war's das gut. Warum hatte ich überhaupt die Idee? Mach mal schnell Pokémon Blau, ne? Wir haben ja Pokémon Rubin offen, da wär's mit schöner Tradition, wenn wir immer bei einem dritten Generationsspiel ein Speed Let's Play machen würden. Gott, was habe ich mir dabei eingefallen lassen? Aber jetzt mache ich dieses blaue Let's Play halt eben. Gott. Das ist Team. Warum sage ich immer Team? Das ist Pokémon Diamant und Pearl und Platin. Gym Leader Battle. Oder Elite Four Battle, wie auch immer. Oh Mann, wie viele Stockwerke sind es noch? Eins, zwei, zwei, nur noch zwei, ja, geht ja eigentlich noch. Gut, aber ich halt mach schnell die Pokémon im zweiten Stock, beziehungsweise in dem Stock, wo mich der Teleporter jetzt hinführen wird. Ich weiß gar nicht, was für ein Stock der ist eigentlich. Das heißt, ich gehe immer automatisch in den zweiten Stock, wenn ich meine Pokémon heilen möchte. Und dann benutze ich den Teleporter, um in den Hügel hinzukommen. So, das müsste der 8. Stock sein, wo wir weiter kämpfen müssen. 8. Stock, nicht 9. 8. So. So, hier. Nein, nicht wieder in den Aufzug. Nein, nicht wieder in den Aufzug, Mensch. Oh Gott, ich komme mit dem Speed gar nicht klar. Achso, das war der 8. Stock, wo wir uns geheilt haben, okay. Ja, das passt ja. Gut, dann eben nächster Stock. So. Ich möchte jetzt da, wie gesagt, Blitzzocken wenig trainieren, das heißt, ich wechsle jetzt zu Blitzer. So, Hochzug-Hieb, und nächstes Donnerblitz und tschüss. Ah ja, hier glaube ich findet man Erdbeben. Oh, Maschok, schnell wechseln zu Dodo. Fliegen! Dodo, du enttäuscht mich! Dodo, du enttäuscht mich! Carbon, na toll. Sonderbomben, na toll. Team 26 Erdbeben, super. So steht der Move da drin, ich schaue schnell nach, welches Pokémon Erdbeben beherrschen soll. Dicktree soll Erdbeben erlernen, aber ich glaube, Dicktree lernt Erdbeben schon von selber, glaube ich. Das heißt, wir könnten sie eigentlich einem anderen Pokémon beibringen, Turtok zum Beispiel. Naja, ich lasse es erstmal. Wir können in der Liga dann schauen. Wenn wir uns vorbereiten, mehr oder weniger. So, hier ist der letzte Stock und es ist nur noch diese eine Fuzzi und dann kämpfe gegen Red und Giovanni. Pokémon Rot, Blau und Gelb. Pokémon-Menschen. Keine Ahnung, was das ist. Ist aber ein geiler Remix. So, Mann. Ah, ich glaube, ich nehme den Aufzug. 8. Stock. So, 8. Stock sind wir jetzt. Zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Und zack. Gebt nicht auf, gebt nicht auf. Ja, ich gebe aber auf. Warum? Weil ich Lust dazu habe. So, okay, Red, ich mach dich fertig. Egal, komm, auf zu quatschen, ich mach dich fertig. Ja, aber nicht mit meinen schwachen. mit meinem noch schwachen Blitzer kann ich dich noch nicht fertig machen. Blitzer! Donnerblitz! Garados, egal, Donnerblitz! Level 38. Vulcano, Donnerblitz!
Bremse, ist mir egal, Donnerblitz. Und dieser Floor, jetzt verwechsel ich zu Dodo. Nein, kein Schnabel. Fliegen. Komm schon, du schaffst es. Du schaffst es. Nein, oh Mann, das war so knapp. Eistrahl. Und Level 37 für Turtok. Ey, wie 47 schon. Oh, ich glaube, ich schaffe sogar Giovanni zu besiegen, ohne dass ich meine Pokémon heilen muss. Gib mir Lapras. Das ist ein Überfall. Danke. Hätten die überhaupt nicht verwenden, Lapras, aber egal. Bla bla bla. Das ist schön für dich. Ach, der ist ja noch einer. Den habe ich komplett vergessen. Das ist der letzte Rocket hier in diesem Haus. Der wirklich letzte Rocket. Glitzer. Na, also geht doch. Okay, ich muss meine Pokémon doch heilen, habe ich das Gefühl. Oh, da liegt noch ein Item, habe ich gesehen. Naja, egal. Ist eh nur ein Carbon oder so ein Scheiß. Da haben wir halt das Haus nicht komplett besiegt. Ist ja auch egal. Ist ja eh ein Speedlet's Play. Ich rush hier eh nur durch, wie gesagt. Das kann man ja schon machen. So. Und ich habe bis jetzt immer noch keine lange Pause gemacht. Bis hier vorhin bei dem, ja, wo wir halt den Park geändert haben, vor 41 Minuten ungefähr, wo ich den Part ungefähr speichern musste. Da habe ich mal ein kurzes Päuschen gemacht, halt, ja, während es halt gespeichert hat. Aber es war nicht wirklich lang, das waren nur so 2-3 Minuten. Sonst habe ich gar keine Pause gemacht und spiele immer noch am Stück das Ganze durch. Und ihr seht, Giovanni ist kein Problem gegen uns. Wir haben den ohne Probleme besiegt mit unserem Turtok. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Ja, ja, komm. Auf, Dünnschiss zu labern. Gib mir den Meisterball. Meisterball her, danke. Ja, ja, ich weiß, dass ich damit jedes Pokémon im ersten Versuch fangen kann. Du sagst mir lauter Sachen, die ich schon längst weiß. Also damit werden wir Missing noch fangen. Oder werden wir Missing noch fangen? Ja, ne. Ja, komm, fangen wir neues Missing noch, ist ja egal. Zack, zack. Ach, ich nehme den Aufzug, oder können wir hier Schaufel einsetzen? Schaufler. Ja, Schaufler geht. Oh, perfekt. Wir sind sogar hier in so, wie heißt die Stadt? Fuxane City. Und jetzt machen wir schnell die Route. Nach. Wie heißt die Route? Ja, egal. Nach Lavandia. Route irgendwie was. Keine Ahnung, ich kenne die Routennamen nicht. Oh, Route, ja, gutes Pokémon eigentlich. Dodo, wir müssen dich trainieren. Du hast immer noch kein Level up, seitdem wir dich gefangen haben. Dodo, du schaffst es. Na los, jetzt. Warum trifft Fliegen nicht? Oh, das wäre ja erbärmlich, was Dodo da gerade abgeleistet hat. Oh Mann, man hört mein Tastengetippe, ich weiß ich. Oh, verdammt, ich will ja gar nicht in die Arena. Noch nicht. So, hier, schnell Pokémon heilen. Ach, verdammt, hier hört mein Tastengetippe. Willst du es mit deinem Pokémon spielen? Nein. Dodo, fliegen. Level 26, yay, fliegen. Level 28, yay, fliegen. Fliegen, na, also Volltreffer. Und hier, boah, das ist meine Lieblingsmusik. Team. Ne, warum sage ich wieder Team? Oh Gott, ich bin weggeschlagen. Ich meine den Pokémon Diamant Pearl Remix Galactic Boss Battle. Das ist meine Lieblingsmusik. Meine Lieblingsmusik. Meine Lieblingsmusik von dem Pokémon Remix. Remix. Oh, Dodo geht richtig ab. Dodo, du schaffst es. Entwickel dich. Entwickelst du dich mit Level 29? Nein, immer noch nicht. Verdammt. Entwickelt sich Blutzug eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte ja noch nie einen Blutzug im Team. Eistrahl und Level 48 für Turtok. Und zurück ins Pokémon Center. Lass mich. Oh Mann, hier sind so viele Pokémon, die vergiften können. Deswegen muss ich hier immer zurück ins Pokémon Center laufen. Lass mich doch da einfach durch. Unser letztes Team-Pokémon werden wir in Pokémon-Haus fangen. Und es ist ein Feuer-Pokémon, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Und es ist ein Pokémon, das man nur in der blauen Edition fangen kann. Ich weiß nicht, ob man es auch in der roten fangen kann. In der gelben meine ich. Warum kann ich nicht davonlaufen? Lass mich fliehen, Mensch. Danke. Oh Mann.
Ah, ja. Ich weiß, dass er denn keine Wirkung gegen Vogel-Pokémon hat. Okay, Wechsel zu Dodo. Und wieder ist Dodo vergiftet. Kann doch gar nicht sein, warum ist Dodo immer vergiftet? Tschüss. Und warum ist Dodo down? Ah, komm. Ich will doch von Fenster nicht trainieren. Also ich muss von Fenster mal aus dem Team nehmen. Ah, okay. Okay, ruhig bleiben. Solange ich noch meinen Blutzucker habe, ist alles gut. Donnerblitz. Ey, Blutsauger, cool. Ja, wechseln zu Blutzug. Und dann wechseln zu Blitzer. Donnerblitz. Wechsel zu Blutzug. Nein, nicht angreifen. Wechsel zu Victory, wie auch immer. Tschüss. Erdbeben. Ich sag doch, Victory lernt Erdbeben von selber. So, ist quasi noch ein Upgrade zu Schaufler, also Schaufler weg. Erdbeben. Und tschüss. Oh, ja, Tauboga. Blitzer. Donnerblitz. Knuddelduff. Blitzer. Wechsel. Blitzer. Donnerblitz. Und tschüss. So. Oh Mann, mit der Musik kriegt langsam wieder gute Stimmung rein in dieses Let's Play. Im Rot-Let's Play habe ich dauernd nur das eine Lied von Jay-Z gehört. Jetzt Empire State of Mind, das habe ich da ständig nur gehört beim Rot-Let's Play. Und das hat mir damals die gute Laune gegeben. Keine Ahnung warum. Ich mochte das Lied irgendwie. Auch wenn ich New York überhaupt nicht mag. Und tschüss. Wow, Blitzer ist schon Level 40. Donnerwelle. Gehört im Attacken-Moveset drin. Steht im Attacken-Moveset drin, meine ich. Sandwirbel kommt weg. Okay, Smogon. Ja, toll. Nee, wieder Blitzer. Blitzer kann ruhig ein bisschen leveln. 28 für Blutzug. Und wieder Wechsel zu Blitzer. Und ich werde in 13 Minuten wieder ein bisschen Päuschen machen. Zum Speichern dieses Parts. Oh, der besiegt. Oh Mann, ich mach mal schnell einen Safe State, sicherheitshalber. So. Hier kann man auch noch durch. Ah, verdammt, da war noch dieser eine Biker. Aquaknarre. Aquaknarre. Egal, Aquaknarre. Smogon, egal, Aquaknarre. So. Und jetzt, ja, Zerschneider, genau. War gerade ein bisschen planlos. Pipi. Ist mir egal, Aquaknarre. Und tschüss. So, hier. Ah. I hate it. Schmeißen wir den Meisterball weg. So. So, hier. Ich will zurück nach Lavandia. Korinta. Smogon. Kein Gegner für Blitzer. So muss es sein. Wenn wir schon von Lavandia reden, hier ist noch eine Remix von Lavandia. Also die haben wir vorhin schon gehabt. Das ist der zweite Remix. Den haben wir auch vorhin gehört. So. Das hier ist auch ein Remix von Gold und Silber. Das ist der Game Corner. Keine Ahnung, was Game Corner heißt. Wahrscheinlich das Titelvideo von diesem Spiel. Ach Mensch, ich will nicht mehr. Meine Stimme geht auch langsam in den Bach runter, merke ich. Ich trinke mal schnell ein Schlückchen. Aber Moment, so eine Spielhalle. Okay, die Spielhalle. Sonst ist hier nichts mehr. Das dauert übrigens 6 Minuten, dieser Remix. So, ja. Die setzen hier nur Vogel-Pokémon ein. Wäre ein schöner Gegner. Ja, Blitzer lebt ja noch. Ich dachte, Blitzer ist down. Okay, Tackle. Tackle! Oh, okay, dann Rucksack-Heap. Rucksack-Heap! Auf zu streiken, ey! Was soll denn das Scheiß? Und wieder mal muss Dicky alles erledigen. Okay,
Will nicht mehr. Wollt ihr noch weitermachen? Wollt ihr für mich weiterspielen? Ihr könnt das Spiel ja besser als ich, ne? Hab ich manchmal das Gefühl, also vorhin bei der Erika, da habe ich richtig gefällt. Das hätte sogar Noob besser gekönnt, gekonnt. Gott, das kann ich gar nicht mehr richtig sprechen. Wechsel zu Dicti. Wann entwickelt sich Blutzug endlich? Ich will einen Omod. Nein, Totok ist down. Gott, verdammt. Ich laufe zurück ins Pokémon Center. Das heißt, hier laufen, ich fliege mal nicht zurück. Tauboga. Ja, 48 für Dicti. Ibitak. Und tschüss. Und Level 30. Lernt Stachelspore. Ich verlerne einfach mal Aussetzer. Die Attacke setze ich eh nie ein. Entwickel dich. Ich war. Oh, entwickelst dich immer noch nicht. Okay. Ich weiß nicht, wann sich Wirkzug entwickelt. Habe ich das schon gesagt? Ja, ne? Ich hätte langsam richtig bekloppt. Und zum Glück dauert es jetzt nicht mehr so lange. Wir kommen ja richtig schnell voran. Ach, jetzt lass mich doch vorbei. Danke. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Danke. Hier ist noch einer. So, also das ist ungefähr die nervigste Stelle vom Spiel. Diese Route hier. Und das andere Zeug ist auch noch. Also das andere allgemein. Von ab dem Felstunnel bis hierher ist irgendwie alles nervig. Kann man sagen. Kann auch sein, dass ich mich irre, weil... Ich kann es ja nicht so richtig beurteilen, also wenn ich das normal spielen würde, macht es ja auch richtig Spaß, aber jetzt ist es einfach nur nervig, das mit dem Kommentieren und das ganze Zeugs. Und dass ich keine weiteren Items mehr tragen kann. Ah, Mensch Meier. Ich werde dir noch schon nicht bekloppt, ernsthaft jetzt. Ich will, dass sich Blutzug entwickelt. Entwickel dich, Blutzug. Ich will nicht mehr. Blutzug. Natürlich könnte ich auch Dinge einsetzen. Ich setze mal Dodo ein. Nein, ich habe nicht getippt. Oh, Pfadfinder dasselbe. So, Pfadfinder ist down. Und jetzt, ach, jetzt lass mich doch da rein. Ah. Hier da, so. Und hier da. Blub, blub, blub. Wäre nett, wenn hier ein Doppelkampf wäre. War in Feuerrot, glaube ich, kein Doppelkampf. Hätte man aber machen können. Boah, unser Blitz hat schon Level 41 und die anderen haben immer noch Level 20. Dodo zum Beispiel hat immer noch Level 20. Aber ich möchte Dodo erst trainieren, wenn sich unser Ding entwickelt hat, unser Blutzug. Hier ist die letzte in der Route. Jetzt setze ich mal Dodo ein. Auch gegen Pikachu setze ich Dodo ein. Ach, wurde er nicht. Warum trifft Fliegen nicht? Fliegen ist gar nicht so ungenau. Das gibt's doch gar nicht. So, nochmal Dodo. Ich geb dir nochmal eine Chance. Also geht doch. Du kleiner Wildding, du. So, also Topsy wirst du doch schaffen, Dodo, oder? Komm schon, Dodo. Ich glaub an dich. Na, also. Mauzi schaffst du doch auch. Ich meine, die haben nur Level 24. Das sollte doch kein Gegner für dich sein, aber es war anscheinend Gegner für dich. Oh Gott, ich glaube, Dodo werden wir nicht so richtig trainieren können. Ich glaube, ich werde mir das einfallen lassen, wie ich Dodo trainieren kann. Beziehungsweise ich muss ja Dodo trainieren. Wahrscheinlich mit derselben Taktik, wie ich gerade den Blutzug trainiere. Hey, jetzt haben wir einen Omod, geil! Kannst du mir eine Attacke? Nein, ne? Yay! Komm schon, Omod! Tackle! Ist zwar Käfer gegen Flug, aber ist mir egal. Komm schon, Omod, du schaffst es. Omod. Yay. Omod hat ein Flug-Pokémon besiegt. Das ist mir noch nie passiert, dass ich mit dem Käfer-Pokémon ein Flug-Pokémon besiegt habe. Okay, Giftpuder. Ah. Ach, jetzt kommt schon. Ach, verdammt, ich hab noch total was vergessen. Ich hab vergessen, die Trainer von Uranus hier bis zum Relaxo habe ich auch vergessen zu killen. Gott, was sie alles vergessen hat, naja. Aber es ist ein gutes Training für Dodo eigentlich, ne? Ich glaube, ich kämpfe noch bis dorthin, bis zum Relaxo und dann mache ich die Trainer einfach mal.
Und jetzt lass mich dadurch. Gut, dass wir Zerschneider haben, immer noch. So, und jetzt Fenster, Zerschneider, zack. Oh, warte mal. Oh Mann. Warum ist der Fenster an erster Stelle? Wickel, 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 tschüss, Kamador. Nein, nicht den Fenster. Das hier. So. Schaffe es. Okay. Ach, scheiß drauf, das ist eh nur ein Carbon, das weiß ich. So, Knopfwenser, Schneider, Zerschneider, bam. Hier kriegt man eine Superangel. Wir können aber keine weiteren Items mehr tragen und ich möchte auch keine Superangel haben. So, okay, nächstes. Zack. Und hier ist das fette Relaxo. Ich fliege jetzt nach Orania City. Oralia City. Oral City. Okay, blub, blub, blub. Ah, nein, falscher Weg, falscher Weg. Nein, nicht da lang, hier lang. Na gut. Und jetzt Dodo an erster Stelle. Oma, das ist schon stark genug. Bis auf Dodo. Dodo ist noch sehr weak. Weak. Gegen. Tschüss. Ich jetzt fliegen mal in erste Position. Fliegen, tschüss, fliegen, tschüss. Zubat, fliegen, tschüss. Vulcano kann fliegen, tschüss. Und tschüss, so. Och Mensch. Ich will nicht mehr. Borschnabel, geile Attacke. Okay, ich vergesse einfach mal Schnabel. Ist quasi wieder ein Upgrade. Borschnabel. 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 Ich glaube, nach der Route mache ich wieder Pause. Borschnabel. Dann habe ich vielleicht wieder ein bisschen mehr Lust. Borschnabel. Borschnabel. Oh je, Borschnabel. Oh verdammt. Ist gar kein Pokémon mehr da. Borschnabel. Borschnabel. Das ist. Borschnabel. Wir haben ein Dodri. Dodri. Jetzt mal fliegen zur Abwechslung einfach mal so. Borschnabel. Borschnabel. Echt spannend ist gerade. Das ist der spannendste Kampf ever. Fliegen. Fliegen. Ja gut, aber immerhin konnten wir unser Dodri jetzt entwickeln. Oder unser Dodo entwickeln zu Dodri. Bisher habe ich noch nie verloren. Tja, das gibt's ja immer ein erstes Mal. Okay, hier noch einer, der verlegt gerade Kabel, hat er gesagt. Haben wir den schon? Ja, ne? Also alle, die so hin und her schwenken, die haben wir schon erledigt. Okay, 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 okay. Wir haben alle. Okay, wir haben alle. Okay. Dann kann ich ja jetzt Pause machen eigentlich, ne? Weil ich ja jetzt eh gleich speichern muss, den Part. Oder das, was ich gemacht habe. So, zurück nach Orania City. Oralia City. Was man alles für auf so Ideen kommt, wenn man Spiel Let's Play macht und keine Lust mehr hat. Oralia City. Ist mir noch nie zuvor eingefallen. So. Aber hier, zack. Gut, dann mal jetzt wieder Pause, ne? Ihr merkt es ja dann nicht. Ich schneide das ja alles zusammen, ne? Bis gleich. Okay, hier bin ich wieder. Machen wir weiter. Ich will jetzt so schnell wie möglich hinter uns bringen. Gib mir Sternschauer. Sternschauer. Nein, keine Items mehr tragen. Keine. Ja. Ja. Jetzt hole ich mir. Aber ich lege meine ganze Scheiße ab. So, hier. Nein, nicht das. Weg mit der ganzen Scheiße, die ich nicht mehr brauche. Ablegen. Sonderbaum und 4 Stück. Boah. Das hier Protein oder Protein, ich sag Protein, weil es lustig klingt. Erfahrung von unten an. Den Meister dabei brauchen wir noch nicht, den werden wir bei Missing nur verwenden. So, X-Treffer. Kabi Plus. Top Deliver. Ich lag jetzt einfach alles rein, was ich nicht brauche. So, auch wenn dann die Box voll ist, ist ja egal.
Ablegen. Hilf mir! Nein! Warum geht es immer nach unten, wenn ich was ablege? So. Pokebälle und die Pokéfälle brauchen wir noch. Die ganzen legendären Pokémon, die werde ich übrigens nicht fangen. Ich werde sie einfach blind ignorieren und einfach durchwaschen. Denn die haben wir schon im Russell's Play gesehen. So, vielleicht mache ich am Schluss wieder einen Special Part, mal schauen. Auf jeden Fall werde ich ein bisschen nur fangen und mehr werde ich glaube ich nicht mehr machen. Weil wir haben ja schon das Ganze im Russell's Play gemacht. Und warum soll ich euch nochmal zeigen, wenn ihr das schon gesehen habt? Da werde ich glaube ich wieder verlinken. Ich werde die ganzen Verlinkungen vergessen, weil das so ein großer Part ist, da muss ich mir den ganzen Part nochmal anschauen, bis ich da die ganzen Verlinkungen mir wieder einfallen und ich sie einfügen kann. Gott, das ist ein riesiger Aufwand, so ein XXXXL-Part zu machen, der über 3 Stunden dauert. Momentan. Ja gut, momentan haben wir 2 Stunden, wir steuern gerade auf die 3 Stunden zu. Und das wird langsam erledigt. So, jetzt gehen wir nach Sunny City zurück, beziehungsweise wir fliegen zurück. So, unsere Pokémon haben jetzt ein geiles Level. Ich glaube, jetzt hole ich mir gleich Surfer, wenn wir schon so geil drauf sind und alle Items abgelegt haben. Und holen uns Surfer, ich kenne den Weg ja auswendig. Im Team Rocket Let's Play wusste ich gar nicht den Weg. Das war vielleicht lustig, naja, aber hier kenne ich ja den Weg. Oh, Pinsir, geil! Und... Owei gefangen. Wir haben zwar schon Owei gefangen, aber egal. Ne, wir haben vorhin einen Rihorn gefangen, ne? So, Nidoran weiblich gefangen. Und hier, was haben wir da? Carbon. So, und hier, wie viele Schritte haben wir eigentlich? Na, genug. Karasek, gefangen. Können wir eigentlich ins Team eintun? Vielleicht beim nächsten Speedless Play, falls es geben wird, ich glaube eher nicht. Weil ich glaube, das Speedless Play ist mir ein bisschen zu hart langsam. Ich wollte es eigentlich nur für Rot machen und sonst eigentlich nie mehr. Es mache ich halt nur noch für Blau, damit wir die erste Generation mit den Speedless Play durch habe. Damit es auch ein bisschen passt auf dem Kanal, ne? 15, 14, 13, ach komm. Jetzt bin ich mein Team. Ich glaube, ich sollte aufhören, Bälle zu schmeißen, sonst verschwende ich versehentlich noch alle und dann kommen wir plötzlich nicht mehr weiter, weil wir keine Pokémon Pokébälle mehr haben und ich sollte vielleicht Items mitnehmen, das wäre vielleicht schlau. TM40, das müsste Schädelrumme sein. Ja, tschüss. Protein. Ey, Protein, was geht? Ah, Flucht. Ich fliehe. Ihr wird nicht geflohen. Jemand flieht vor dem Kampf. Oh Gott, wir haben noch ein paar Schritte, hoffentlich reicht es noch. Uiuiui. Gib mir schnell Surfer und lass mich in Ruhe. Danke, so, wir haben das Wichtigste, die Goldzähne und Surfer. Das ist das Wichtigste, was man sich holen sollte. Hier noch ein Beleber und da ist TM32, was auch immer das sein soll. Es ist, TM32 ist, es ist Doppelteam. Na gut, hier ist ein Moveset drin, ich schau schnell. Für Blitze vielleicht, kann es drin stehen. Nee, Blitzer kann andere Attacken. Was sehe ich da? Nee, Blitzer soll doch nicht Blitz lernen. Komm, ich bring's Doppelteam bei. Doppelteam ist doch viel geiler als Blitz, das habe ich mir damals gedacht. Doppelteam ist viel geiler als Blitz, also Vergangenheits-Kevin, das hast du dir damals gedacht. Blitzer soll Blitz lernen. Wahrscheinlich nur, weil es Blitzer heißt, oder was? Okay, Tackle weg. So. Perfekt. Und jetzt machen wir die ganzen Arenen von Saffronia City und Fuxania City. Und dann heißt es auf zur Zinnoberinsel. Dann machen wir das Pokémon-Haus, den Feuer-Arena-Leiter und dann haben wir das Spiel schon sehr, sehr weit durch eigentlich. Also wir haben das Spiel schon mindestens mehr als die Hälfte durch. Kann man sagen, schon fast ein Dreiviertel, glaube ich, sogar schon. Jetzt habe ich mein Pokémon zum Over 9000 Mal, weil es Steroide gibt. Das ist so eine Art Steroide.
So, und jetzt da. Nein! Ich sollte weniger speeden. So, hier die Trainer noch. Fliegen! Fliegen! Oh verdammt! Fliegen! Und fliegen! Oh verdammt! Bohrschnabel! Nein! Blutsauger! Blutsauger! Oh verdammt! Ich dachte, das wäre sehr effektiv. Nein! Verdammt, kriegt meine ganzen Pokémon! Oh Gott, wie zurück ins Pokémon sind. Das war ja ein Epic Fail gerade. Das geht so nicht! Ach scheiße! Ah. Das ist ein großer Scheiß, ein großer Scheiß. Das ist ein großer Scheißdreck. So, okay. Wieder. Fliegen. 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 Also geht doch. Okay, Bohrschnabel. Und Level 35, du bist richtig stark jetzt, oder? So stelle ich mir das vor. So, Arbok, Bohrschnabel. Sandama, Bohrschnabel. Ah, verdammt. Okay, dann Omot. Tackle. Wann nennt Omot eigentlich Tiefstrahl? Ich habe keine Ahnung. Tiefstrahl wäre jetzt perfekt gegen Arbok. Hallo, Omot. Tackle. Dein Glück. Omot, ich bin enttäuscht von dir. Omot ist jetzt richtig schwach jetzt wieder. Omot, die Omot. Okay, zurück ins Pokémon Center, mit Omot geheilt wird. So. Nein! Scheiße. So, hier da. Blub. Tackle. Giftpuder. Tackle. Nein! Also Omot ist echt schwach. Todi ist jetzt viel stärker als Omot. Da kommt einiges. Bohrschnabel. Also, Rodi gehört, kann man jetzt in unserem Team quasi nennen. Aber Omot noch nicht. Omot braucht noch Training. Warum wechseln die eigentlich immer ihre Pokémon aus? Das checke ich nicht so ganz. Bohrschnabel. Und tschüss. So, Rodi wird auch gegen Koga jetzt sehr abstauben. Die Koga setzt eh nur Blutzeug ein. Ne, Quatsch, das verwechsel ich gerade mit der Game-Edition. Der hat ja Gift-Pokémon, so richtige Gift-Pokémon wie Smoggern und so. Da wäre jetzt Omot sehr vom Vorteil mit einer Psychstrahl-Attacke. Eisstrahl. Smoggern, egal. Eisstrahl. Level 50 schon. Eisstrahl. Ciao, tschüss. Der ist in Orden. Toxin. Das Pokémon soll Toxin eigentlich lernen. Omot, glaube ich, ne? Ne, Omot als Klingensturm. Bist du sicher Vergangenheitskevin Klingensturm? Ich meine, Klingensturm ist ja nicht besonders stark, ne? Psy-Welle steht da auch noch drin. Also Omots Attacken-Moveset ist eher seltsam. Psychokinese, Schlafbruder, Klingensturm und Psy-Welle. Wie oft habe ich meine Pokémon jetzt eigentlich noch? Boah, okay. Jetzt nehme ich mal ein paar TMs mit. Ach komm, ich mache den ganzen Scheiß in der Liga. Das können wir später auch noch in der Liga machen. So. Ich werde es bis dahin Omot so trainieren, indem ich einfach die Pokémon wechsle wie bei Blutzock vorhin. Bis es Psychstrahl lernt, dann kann sich Omot nämlich wehren. So mache ich das jetzt, genau. Jetzt fliegen wir zurück nach Saffron City und holen uns den 6. Orden. Ach verdammt, das habe ich ja völlig vergessen. Das Karate-Dojo. Ninty, Extremely Quick to Angel. 37, Wechsel, Omot. Okay, Wechsel, Dodo. Oder Dodo, wie auch immer. Okay, nächster. Dodi. Fliegen. Wechsel, Omot. Dodi. Und Bohrschnabel. So, nächster. Dodi. Und Bohrschnabel. Nächster. Wechsel, Dodi, Bohrschnabel, nächstes Wechsel, Omot, nein, nicht angreifen, Dodi, oh Gott, da kommt er total durcheinander, ich geb's zu. Wechsel, Dodi, Bohrschnabel. So, der letzte, der hat einen Knockdown, Kickly, beziehungsweise Kickly Knockdown.
Oh, Schnabel! Level 33, aber keine psychische Attacke. So. Rudi, boah, Schnabel. Oh, verdammt, Commit Need. Toll, top. Heilstrahl. So, lass mich in Ruhe. Ich nehme einfach irgendein Pokémon. Lass mich. Nein, nicht nochmal. So, Kikli, komm her. Nein. Ah, gut. So, und jetzt die Arena. Oh Mann, ich werd so ein... Oh Mann, ich lieb die Arena. Eine der besten Arenen ever. Nicht. Donnerblitz, Wechsel, oh Mann, ich hab keinen Bock mehr zu kommentieren, Leute. Donnerblitz, bam. So, nächste. Panzimas. Tschüss. Padabra, Wechsel, Omot, Wechsel, Blitze. Lass mich doch in Ruhe. Nein, so, tschüss. Alpollo, egal. Totok. Nein. Oh, knapp. Immer noch kein Psystahl. Das ist doch ein Blitz, oder? Okay, Wechsel, Diktri. Schaufler, beziehungsweise Erdbeben, egal. So, Wechsel, Omot. Nein, nicht angreifen. Wechsel, Diktri, Erdbeben. Und tschüss. Alpollo, Wechsel, Omots. Wechsel, Diktri. Nein, nicht angreifen. Erdbeben. Diktri, Erdbeben. Gut. So, da kommen wir her. Ich glaube, so geht's lang. Jawohl. Oh mein Gott, ich hab solche Angst. Oh mein, Fleckmon. Diktri, Pantimas. Oh Mann, meine Stimme geht den Bach runter. Ich glaube, ihr hört es gerade schon. Oder ihr merkt es wahrscheinlich, dass meine Stimme gerade den Bach runtergeht. Gott, Kompliment, der wo es noch gerade. Der wo es noch seit der ersten Minute anschaut, ist gut, ne? Boah, ey. Was mache ich das eigentlich? Der schaut doch eh kein Schwein an. Oder? Oh Mann. Doppelkick. Nein. Kein Doppelkick. Oh. Diktri, Erdbeben, oh, ein KP, immer noch kein Psi-Strahl, ist doch ein Witz, oder? Wann lernt Omat endlich Psi-Strahl? Naja, wenn wir die Arena haben, wird es eh eine Psi-Attacke können, nämlich Psi-Welle. Hat der Vergangenheits-Kevin ja beschlossen zu machen, dieses Attacken-Moveset. Okay, ich glaube, wir haben alle. Ah, verdammt, ich laufe im Kreis wahrscheinlich. Da geht's zurück. So. Oh Gott, ist das verwirrend, das ist geil. So. Ah, verdammt, wieder anfangen. So. Okay, Sabrina, hier. Wir müssen halt unsere Pokémon nicht heilen, wir sind stark genug. Okay, vielleicht doch nicht. Thunderblitz. Pantimas, egal, Donnerblitz, fuck. Erdbeben. Omot, egal, Erdbeben. Simsala, ist mir egal, Erdbeben. Tschüss. Gib mir Psi-Welle. Okay, nein, ich will nicht quatschen. Red mit deiner Oma. Quatschen kannst du mit deiner Oma, nicht mit mir. So, Omot. Bla, ja, Psi-Welle vergessen, ja, Giftpuder weg. Okay, unten haben wir raus. Zack. Okay. Jetzt gehen wir zurück nach Fuchsane City, beziehungsweise wir fliegen zurück nach Fuchsane City. Dann schauen unsere Pornoman. Pornoman. Ich bin der Pornoman, der Pornoman. Okay, jetzt heißt es Wasserrouten. Ich liebe Wasserrouten, wie ihr wahrscheinlich mehr wisst. Oh Mann, wir haben vergessen, Totox Surfer beizubringen. Surfer, ja, beibringen, Totok lernt Surfer, ja. Ach, zum Glück, ich habe mich gerade vertippt und dachte, oh Mann, wir haben die falsche Attacke vergessen. Das wäre jetzt eine Katastrophe gewesen, naja. Boah, aber zum Glück haben wir nur Aquaknall vergessen. Was auch eine richtige Attacke zum Vergessen ist. So, gib mir die Goldzähne, quatsch, ich meine Stärke, danke. So, Stärke steht in dem Muster von einem anderen Pokémon drin. Ist in unserem sechsten Team-Pokémon. Unser sechstes Team-Pokémon wird stärker lernt, das würde ich sagen. Boah. Ich kann gar nicht mehr richtig reden. Ich
will nicht mehr reden, aber ich muss reden, weil es sonst langweilig wird. Dann müsstet ihr ja nur die Musik hören. Und nicht meine wunderschwache Stimme. Ich habe doch eine wunderschöne Stimme jetzt gerade, oder? Das ist die schönste, wunderbarste Stimme ever. Genauso sollte man nicht kommentieren. Psi-Welle! Zählt immer random Damage ab. Psi-Welle. Ja, aber Psi-Welle macht Omo richtig stark. Okay, nochmal. Psi-Welle! 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 Ja, Psi-Strahl. Psi-Welle! Goldping, mir egal. Psi-Welle! Ich wechsle. Oh, gut, dass ich wechselt hab. So, was gibt's noch für Leute hier? Lauter Wasser-Pokémon. Psi-Welle, Psi-Welle, Psi-Welle. Fuck. Blitzer, Donnerblitz. Donnerblitz. So. Ich glaube, ich mach's immer noch wieder mit dieser wechselnden Taktik. Psi-Welle. Ist zwar gut und schön, aber Oma trägt auch jede Menge Schaden und was. Ach, das passiert mir immer. Oh, so, jetzt laufe ich da nicht mehr mit Speed runter. So. Nein, so, zack. Hier, da, oh Gott, die hat wahrscheinlich meinen Tastengetippe, damit darauf gehe ich jede Wette. Psi-Welle, 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 Psi-Welle. Ich sag mir Psi-Welle, also geht doch immer noch kein Psi-Strahl, ey, das ist doch ein Witz, oder? Hier, ist immer kein Blutsauger, Psi-Welle, Psi-Welle, Psi-Welle. Megasauger wäre jetzt eine geile Attacke. Aber ob Oma mit Megasauger kann, bestimmt eigentlich, ne? Wechsel. Bei diesem Tentacher mache ich nicht lang rum. So, die sind so nervig wie Wingull im Pokémon Rubin LP. Vielleicht sogar noch nerviger. Oh man, hier sind vier Trainer, ich habe gar keine Lust mehr. Ah, wenn wir schon von Rubin Saphir reden. Ach, wie schön. Perfekte Musik eigentlich. Schiffswrackmusik. Okay, jetzt halte ich mal kurz meine Fresse und tu mich ein bisschen erholen, während ihr die schöne Musik lauschen könnt. Ich mache mal schnell ein bisschen lauter, damit ihr es hören könnt und ich halte meine Klappe. Nein! Ich mache mal schnell mein Mikrofon weg, Moment.
Ah! So, hier bin ich wieder. Das war doch mal ein bisschen schön, ne? Ein bisschen Abwechslung. Ich konnte meine Stimme ein wenig erholen. Und wir haben die Wasserroute erledigt. So. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach zur Fuchs. Alter. Zur Zinnoberinsel. Unser Omod ist ziemlich gut eigentlich, jetzt langsam. Das heißt, dass es immer noch kein Zielstrahl kann. Warum kann es noch kein Zielstrahl? Das gibt's doch nicht. Level 37 noch kein Zielstrahl. Aber mit Level 38 muss es Zielstrahl lernen, weil sonst kann ich es mir gar nicht anders erklären, warum es kein Zielstrahl lernen könnte. Erlernt. Raserei. Nein, danke, Raserei. Ist nicht so besonders gut. Nein, ja. So. Fliegen. Tschüss. Ah, verdammt, du hast überlebt. Vogelschlag, tschüss. Bohrschnabel. Und nochmal Bohrschnabel. Und nochmal Bohrschnabel. Gut. Und jetzt mache ich die letzten Trainer in dieser Wasserroute. Das ist übrigens die Musik aus Gold, Silber, Kristall. Zum Rocket ist Hilde aus. Zum Mortal-Versteck, kann ich sagen. Dass ich noch nicht Let's Play habe, ich aber nach Rubin Let's Playen werde. Pokémon Kristall. Oh Gott, mein Arsch wird langsam richtig still von viel Sitzen. So. Ach, Tentacher nervt mich nicht. Bohrschnabel. Du hast verloren. Bohrschnabel, Level 41, okay. Nein, hier ist noch eine, der mal glatt übersehen, hier da oben. Der hier, ne? Jawohl. Bohrschnabel. Und mich freut es, dass hier so viele Pokémon auftauchen. So viele verschiedene Wasser-Pokémon, meine ich. So. Und wir sind in der Zinnoberinsel. Wir haben alle Routen erledigt. Es gibt in diesem Spiel. Das heißt, jetzt können wir hier das Spiel ganz chillig durchspielen. Zuerst müssen wir ins Pokémon-Haus natürlich. Omat kann immer noch kein Zielstrahl. Lern endlich Zielstrahl, Omat. Ich trainiere so lange hier, bis Omat Zielstrahl kann. Das ist eigentlich voll Ernte. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, Missing und so zu fangen. Ich glaube, das werde ich dann gleich machen. Oder soll ich das nach der Liga machen? Ich glaube, ich mache es erst nach der Liga. Ist ein Special Part. Ja, ich glaube, genau das mache ich. Flieh halt nicht, du. Ach, Psywelle hat gar keine AP mehr. Komm schon, Oma, du schaffst diese Feuer-Pokémon. Yay! Jetzt aber Psystrahl. Na, also geht doch. Ich verliere eine Tackle. So. Testen wir mal Psystrahl. Yeah! So stelle ich mir es vor. Omat geht jetzt richtig ab. Jetzt wo es Psystrahl kann. Perfekt, so stelle ich mir es vor. Nein! Scheiße. Ah, scheiß Bonita. Und die Musik ist viel zu laut. Machen wir eine nächste. Die hat man doch auch schon, oder? Ist auch zu laut. Egal. Das war gerade mein Stuhl, den ihr gerade gehört habt. Ich habe so einen Knarkstuhl aus dem 16. Jahrhundert. Das war ein Erbstuhl von meiner Ur-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 Oma. Meine Ur-Oma. So. Nein. Psychstuhl. Warst du aus dem Psychstuhl überlebt? Respekt. Psychstuhl. Hallo, Psychstuhl.
Psychtal! Ich sag der Psychtal! Also genau. Ja. Psychtal! Tschüss! Psychtal! Mhm. 39! So viele Feuer-Pokémon, ey, das nervt! So viele. Ah! So viele Kack-Pokémon hier! Na toll, kaum ist Oma down, kaum keine mehr. Ist ja immer göttlich. Als wollen die meinen Oma an die Wäsche gehen. Diese perversen Spruchchen. So, boah, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich scheiß wegen Pokémon, geht mir auf den Sack. Kann man den schon? Nee, ne? Lomanda! Blutexo! Zwei Feuer-Pokémon wurden von den Käfer-Pokémon gekillt. Humiliation. Nicht selbst verletzen. Oh Mensch. Warum passiert jetzt immer, dass meine Pokémon sich selbst verletzen? Das ist doch gar nicht mehr. Das ist ja langsam nicht mehr lustig. Oh, Volona. Oh, fuck. Oh, Level 42. Okay, hier ist noch was. Nein, kein Smoggern, sondern, hallo? Tschüss. Ein Top-Beleber, so. Und jetzt zurück, nochmal Pokémon heilen, Gott, wie ich diese Scheiße hasse, so. Ja, ich weiß, dass die Torverschluss, dass das Tor so verschluss ist. Okay. Wir nähern uns den 3 Stunden, glaube ich, ne? Wir haben ja schon, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt eigentlich schon aufgenommen? 2 oder 3 Stunden? Ich hab gar nicht mitgezählt, lol. Nee, das werde ich dann schon sehen. Ach komm schon, tschüss! Du nervst, Mensch! Verpiss dich aus meinem Leben! So. Ich möchte hier noch das Eisen holen, das es hier gibt. Los! Hallo! Ah! Das sind Pokémon, ey! Die tauchen hier echt viel zu oft auf! So, Eisen. Ich bin ganz vereist. Eisen. So, noch ein Tierloch. Tschüss, Magneton. Tschüss, nicht selbst verletzen. Ich verletze sich immer selber. Das ist ein Fluch bei mir. Ich bin verflucht mit Selbstverletzungs-Pokémon. Warum eigentlich? Warum? Na gut, dann kämpfen wir jetzt mit einem anderen Pokémon halt. Knock, knock. Ich frag mich, wann Oma Psychokinese lernt. Ich weiß, dass Psychokinese lernt, weil ich bei Wiki, im Poké-Wiki nachgeschaut habe. Ach ja, wir können hier übrigens unser 6. Team-Pokémon fangen, habe ich ganz vergessen. So, schauen wir mal denn noch. TM 41. Das müsste Blizzard sein. Oder Solarstrahl. Kukano, tschüss. Bonita, tschüss. So. Jetzt suchen wir halt dich auch schon nach dem 6. Team-Pokémon. Nein, kein Bonita. Noch dieser Forscher fliegen, tschüss. Ach verdammt, du hast überlebt. 43. Bohrschnabel. So, hier dann das noch öffnen. Oh, Deoxys Musik, zweiter Remix. Ich wusste gar nicht, dass es einen zweiten Remix davon gibt. Na ja, gut. Und da ist es, unser 6. Team-Pokémon. Magma. Komm, den Bohrschnabel, überlebst du. Ach, Magma, du enttäuscht mich. Magma, ich will Magma. Nur mit Magma. Magma! Slimog! Ich dachte, Slimog gibt es hier nicht so oft. Ansonsten hätte ich das ins Team genommen. Scheiße. Na gut, das war ja ein Speedestate. Da hätte ich ja eigentlich ruhig das ins Team nehmen können. Ach, verdammt. Ach, sogar Nommel in Slimog. Ey, du wirst uns doch verarschen. Nommel, Slimer. Ah, Slimer hätte ich auch. Mit Slimer hätte ich auch heben können. Vulpix! So, was jetzt? Vulpix! Slimer, schon wieder, ey, du wirst mich doch verarschen. Slimer, du wirst mich doch verarschen. Vulpix! Magma, perfekt, so. Ich nehme jetzt ein Pokémon, das schwach gegen Feuer ist, und zwar. Wurde eine schwache Attacke, ich nehme Blitzer mit einer. Ruckzuckhieb. Einer geht noch, Ruckzuckhieb und. Donnerwelle! Perfekt geschwächt und jetzt Pokéball und er ist drin. Du bleibst jetzt in dem Ball. Sonst überlege ich es mir jetzt anders, ja?
6, 5, 4, 3, 2, 1. Fick dich. Soll ich einen Safe-State machen? Komm, leck mich doch. Warum willst du dich nicht fangen lassen? Du bist doch gar nicht so schwer zu fangen. Wahrscheinlich haben sie die Fangrate jetzt wieder in diesem Spiel extrem erhöht, weil das Pokémon so selten ist. Komm, Fluchtseil. Kaufen wir jetzt neue Pokébälle und zwar 25 Superbälle. Oder machen wir 50? Na komm, wir wollen es übertreiben. Ne, 50 reichen. 50! So, 30 Pokédollar, das reicht. Jetzt reicht's! Nein, nicht rechts, jetzt reicht's. Wir müssen wieder in den letzten Stock reingehen, damit wir Magmas begegnen können, weil ich glaube, die findet man nur im letzten Stock. Das heißt, wir müssen mal wieder durch den ganzen Pokémon, durch das ganze Pokémon-Haus wieder latschen. Ach, wie schön! Ach, wie schön! Flucht! Flucht! Wo sind wir jetzt eigentlich? Achso, da sind wir. Warte, bin ich hier wieder zurückgelaufen oder was? So, hier. Nein, ich bin wieder zurückgelaufen. Ach, schon wieder ein Slimer. So ein scheiß Slimer. Magma, perfekt. So, Psychstrahle willst du noch einmal. Ja, perfekt. So, und jetzt Stachelspore. Super. Und jetzt bist du gefangen. Super. Superball. Hallo, Superball. 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 Ich mache ein Safe State. Nicht, dass ich dann nicht fange, ne? Das kann man als Cheaten betrachten. Ist mir jetzt auch egal. Und Flames halt drum. Ist mir jetzt völlig Latte. Superball, 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 na, also gedacht. Seht ihr, ich habe nicht gecheatet, bin nur sicher gegangen, ja. So, und jetzt kann ich eigentlich zurückgehen, ne? Ich fliehe und noch ein Magmatach auf und da taucht nochmal ein Magma auf. Magma hatte ich übrigens auch noch nie im Team. Außer Magbrand. Magbrand hat schon mal ein Team, aber Magma noch nicht. Magma entwickelt sich ab der vierten Generation in Magbrand, wenn man es mit einem Vulkanisierer oder so, keine Ahnung, tauscht, entwickelt es sich. So, jetzt kann man nicht dieses Kack-Knuffenz ablegen. Unser Magma mitnehmen. Okay. So, und jetzt kriegt Pio aufs Maul, oder Pyro aufs Maul, wie auch immer. Psychstrahl, Psychstrahl. Und tschüss. Psychstrahl, Psychstrahl. Ah, verdammt, Flammenwurf. Fliegen, tschüss. Fliegen, tschüss. Ah, verdammt, fliegen, tschüss. So, den Rammel. Ja. Oh Mann, machen wir kurz am... Ihr wisst schon was kratzen, ne? Oje, 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 oje. Hier da fliegen. Fliegen, tschüss. Hallo, fliegen, tschüss. So, na, also geht da. Volona, was machen wir mit Volona? Voila, Volona ist da und ne. Oh, Trippette, wollte ich ihn eigentlich verdrehen bei denen, aber gut. So, Heuler weg. Aber ich glaube, Dodo, die greift eher mit normal an, also physisch. Als Spezial, egal, ich Trippette taugt auch. So, super. Trippette. Normal Trippette. Und tschüss. Er wurde geplättet. Mit Trippette. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Warum habe ich das da angesprochen? Trippette und oh no, Trippette und Schlüssikowski. So, Pio kriegt aufs Maul. Trippette, Nommel, Trippette. Warum habe ich Magma eigentlich nicht mitgenommen? Egal, Trippette. Trippette. Hallo, ich will dich plätten mit Trippette. Ja, Trippette. Oh verdammt, Akali. Dickri, Stützer. Erdbeben und tschüss. So, und der vorletzte Orden gehört uns. Ich muss Magma trainieren. Und aber zuvor gebe ich Feuersturm erstmal Magma. Jetzt hat Was? Es kann nur Blut? Oh mein Gott. So, und der Scheiß.
Okay, jetzt bringe ich es noch Stärke bei, damit Magma einen weiteren Attacke im Moveset hat. So, welche Attacken sollen Magma haben? Ach ja, Psychokinese kannst du ja auch noch, genau. Psychokinese soll es noch erlernen. Ja, wir haben Psychokinese leider abgelegt. Ich muss schauen, TM28 ist Psychokinese, ne? Ich nehme mal TM28 mit, das müsste Psychokinese sein. So, und dann holen wir unseren letzten Orden. TM28, wo ist denn das? Wo ist denn der TM28? TM28? Dann ist es halt TM29. Ja, TM, na, da ist es TM28. Nein, nicht da. Hier TM28. TM28, hallo? TM28, ich will dich haben. TM28. TM28, 26. So TM28. Da ist es. So, TM28 mitgenommen. Und jetzt verdammt, Schaufel ist es. Ich hab's gewechselt. Na toll. Nimm einfach alle TMs mit, dann bringen wir dem Pokémon gleich die TMs noch bei und dann verlieren. Und dann tun wir halt die ganzen TMs verkaufen, die wir nicht brauchen. Oder die nicht im Pokémon Moves drin stehen. 1, 2, Top-Genesung abdrücken. 1, 2, dann machen wir jetzt die Attackenverwaltung jetzt einfach mal. Oh, die Superbälle können wir eigentlich verkaufen, wir fangen ja eh keine Pokémon mehr. Sonderbomben ablegen. Beleber ablegen. Top-Beleber auch ablegen. So. Und jetzt nehme ich mal alle TMs mit, damit wir sie verkaufen können bzw. beibringen können. TM1, TM36, wenn ich schon das Attackenmuster draußen habe, ne? Und ja, alle Pokémon ja jetzt haben, die ins Team gehören und voll entwickelt sind. Passt es ja eigentlich, ne? TM29 und oh Gott, das sind eine Menge TMs. Ach, wir können keine weiteren Items mehr tragen. Okay, dann gehen wir in den Markt rein. Dann können wir gleich die TMs verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. Markt, so. Gut, TM37 ist Eierbombe. Wird verkauft. TM37. So. Schädelwurmel wird, glaube ich, verkauft. Oh, ich schaue schnell nach. Ja, wird verkauft, genau. Okay, verkauft. TM40. Warum? Das können wir nicht verkaufen. TM6 ist Toxin. Ich schau schnell nach. Toxin. Ich glaube eher nicht, aber ich schau schnell mal. Ne, Toxin wird auch verkauft. Toxin. Eisen, ja, können wir verkaufen, können wir auch verwenden, aber egal. Ich verkaufe es einfach jetzt. TM14, das müsste Blizzard sein. Blizzard steht im Moveset drin und zwar bei Turtok. Und zwar statt Eisstrahl. Ist ja quasi nur ein Upgrade, bis auf das Blizzard sehr ungenau ist, aber egal. So, was jetzt? TM22, Solarstrahl. Ich glaube ja nicht, dass es ein Pokémon beherrschen wird. Solarstrahl. Ne, wird auch verkauft. Verkauf. TM22 sollte man nicht machen. Solarstrahl ist eine richtig geile Attacke, aber naja, für unser Let's Play. TM28 ist Schaufler, das wäre richtig und es steht auch in keinem Muster drin, das wird auch verkauft. So. Die nächste TM ist TM34, Geduld. Wird verkauft. Geduld steht nicht drin. Die nächste ist. Na, jetzt aber. TM12. Oh, Arceus. Arceus. Ich glaube, ich hör auf zu quatschen. Oder? Ne, ich muss ja quatschen. Ich mache die Musik mal voll auf volle Leistung. Und halte meine Klappe.
Liste mache, dann schaue ich nach, ob ein Move drin steht. Falls euch jetzt wunderbar, ob ich mal gar nichts mache. Das war jetzt mein geiler Song, oder? Okay, jetzt mach ich mal die Musik ein bisschen leise. So, okay. Ich weiß nicht, soll ich Totok Erdbeben statt... Ich habe eine andere Attacke, aber ich glaube, die werden mir nicht so oft verwenden. Ich erlerne Totok jetzt Erdbeben statt Geofissur, die ich eigentlich geplant hatte, und verlerne einfach mal Biss. Erdbeben viel eine geile Attacke ist. Hey, sagen wir sogar. Okay, Raserei wird verkauft. TM10, Risikotackle, ich schau schnell. Risikotackle. Boah, ist da ein Lärm draußen gerade. Warte, ich mach mal schnell Musik. Ich mach mal schnell Fenster zu. Ich muss da nicht einfach bei meinem LP stören. Das geht doch so nicht. Ich glaube, Risikotackle steht nicht drin. Ne, Risikotackle steht tatsächlich nicht drin. Obwohl es eine geile Attacke ist. Naja. Dann wird es halt verkauft. Kornbohrer wird verkauft, steht nicht drin. Konter steht auch nicht drin. Teleport steht nicht drin. Body Slam müsste eigentlich drinstehen. Ich schau schnell. Nee, steht nicht drin. Komisch. Der gute alte Body Slam, der muss doch drinstehen. Okay, Wurf steht nicht drin. Globstrahl steht auch nicht drin. Donnerwelle steht nicht drin. Kann zwar Blitzer, steht im Muster drin, aber Blitzer kann ja schon. Donnerblitz. So, okay, dann verkaufen wir einfach die TMs, die wir noch haben. Das sind die letzten, die wir noch haben. Und dann geht es weiter mit dem Adventure. Pokémon Adventure heißt das Spiel in Wirklichkeit. So. Die Musik ist aus Pokémon Black and White. Das ist, der Dragon Story Turm, glaube ich, ne? Die hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Ja, die hatten wir schon mal.
Okay, die Superbälle können wir auch verkaufen. Ich verkaufe jetzt einfach mal 30. Wir wollen ja noch vielleicht ein paar Pokémon noch fangen, wenn wir Lust haben. Was habe ich da gerade gemacht? 33. So, okay. 10 haben wir noch übrig und jetzt gehen wir auf in die Liga. Oder erst nachdem wir den letzten Orden geholt haben. Vielleicht sollte ich manchmal noch trainieren. Ich glaube, das mache ich jetzt. Und dann trainiere manchmal noch auf Level 40. Dann machen wir uns auf den Weg nach Fatana City. Glut. So, manchmal muss auch mal ein bisschen trainiert werden. Kann jetzt richtig starke Attacken. Psychokinesis ist eine richtig geile Attacke. Und statt Glut soll es noch Feuerschlag erlernen. Dann ist das Attacken-Moveset von Magma komplett. Ach komm, leck mich Ponita. Ponita ist sauer, weil ich nicht ins Team genommen habe. Ich habe mir schon überlegt, ob ich Ponita statt Magma nehme, aber nein, Magma ist geiler. So, Magma. Die Magma ist glühend heiß. So. Ich glaube, ich habe eine Route, wo wir Magma gut trainieren können. Und zwar fliege ich jetzt da mal hin. Ich glaube, dieses Pokémon-Haus ist ein bisschen zu heftig für Magma. Und zwar hier nach Fuxane City. So, hier auf dieser Route können wir Magma sofort trainieren. Weil es hier nur Pflanzen-Pokémon gibt. Die wir leicht one-hitten können mit Psychokinese und anderen Feuerattacken. Ah, Ditto! Cool! Und tschüss! Ah, nochmal Ditto! Cool! Und tschüss! Oh, Ultrigaria! Cool! Und tschüss! Ah, ich sollte vielleicht mit Feuerattacken angreifen, weil da noch Step drauf ist. Zieht mehr ab als Psychokinese. So, 35 für Magma. Ich glaube, Feuersturm sitzt ja an der letzten Stelle. So. Okay, ja, lauter wie das ganze Pokémon. Oh Gott, das ist ein Durcheinander jetzt gerade, ich gebe zu. Für Epileptiker nicht geeignet. Psychokinese, einfach mal Abwechslung. Oh, keine AP mehr. Stärke. Und Glut. Hallo, Glut. Magma, wach auf. Magma, du sollst aufwachen. Magma, hallo. Tschüss, okay. Ich glaube, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr zum Trainieren. Geht's weiter. Machen wir deine City und ja, ich wechsle einfach Magma einfach wieder hin und her. So können wir auch leveln. Die anderen Pokémon sind eh viel zu stark momentan. Hier Dobi 46, Kutter 50, Blitzer 44. Also dieses Level passt eigentlich schon. Na gut, Oma kann man sich drüber streiten, aber wir können hier noch in der Siegestraße trainieren ein bisschen. Bevor wir dann in die Liga gehen. So, Psychokinese. Bam und Bam. So, aber bis down. Oh, Tauros, da muss ich was einfallen lassen. Ich geht's einfach wieder mit. Und jetzt Feuersturm, da ist Step drauf. Na, also, und Silberblick. Nein, Silberblick nicht. Ich dachte, jetzt lernt Feuerschlag. Okay, kann machen wir überhaupt Feuerschlag? Bestimmt eigentlich, ne? Psychokinese. Nein, ich bin falsch gelaufen. Fuck. Okay, die Arena ist so gehalten wie dieses Pokémon, das Hauptquartier von die Markets. Psychokinese! Lauter Gift-Pokémon in der Bodenarena. Freut mich. Level 37, wir machen mal. Perfekt, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier mit Magma so gut trainieren können. Feuersturm, Hickdry, Boden-Pokémon, aber nein, okay, Wechsel. Dori! Steht zwar auf beiden Beinen und fliegt nicht, aber es kann nicht von Schaufel getroffen werden. So, Psychokinese, oh, keine Abhängigkeit mehr, scheiße. Und mit 38. Wechsel zu Blitzer. Müssen wir auch irgendwann mal wieder ein bisschen trainieren. Hier nehme ich. Oh, ich nehme mal wieder Omat. Zielstrahl und tschüss. So, okay, wir kommen sehr schnell voran. Unglaublich. So. Rihorn. Oh Gott, Rihorn. Blitzart habe ich früher immer gesagt, Blitzart. Oh Mann, jetzt. Ja, also das war knapp, aber Magma hat es noch geschafft. So, Stärke. Boah, sogar noch dieses Macholder geschafft, aber ich glaube, gegen Machok schafft es nicht mehr. Fliegen und tschüss. So, und alle Trainer hat man erledigt. Jetzt Pokémon-Hain und Arena-Leiterkampf. Der letzte Arena-Leiterkampf. Ach, die Musik ist auch ganz nett. Dann.
Ach verdammt, ich hörte echt meinen Tastengetippe. Ach, ich sag das zu oft. Ich sag das echt zu oft. Ich tu mal mein Mikrofon weiter weg. So. Okay. Also Giovanni, the last fight against Giovanni in a Speed Let's Play. Psychonese. 39, Konfu-Strahl. Na, besser als Blut, würde ich sagen. Also, ja, Blut weg. Ja. Diktri. Psychonese. Oh, verdammt, jetzt kommt Schaufler. Dodi. Triplette. Und er wurde geplättet. So, Magma. Psychonese. Und auch wieder ohne Probleme. Boah, Magma macht alles fertig. Psychonese, oh Gott, hier muss ich wechseln, Ressource ist zu stark. Surfer und tschüss. Und Magma reicht Level 40. So, jetzt sind wir für die Liga gerüstet und kriegen unseren letzten Orden. So, und verpiss dich, Giovanni, ich will dich nie wieder sehen. Gut, wen bringen wir denn gegen Fissur bei? Steht in der Muse drin, das weiß ich. Was? Okay. Ja, Diktri kann Geofissur. Oh, nee, steht gar nicht drin. What the fuck? Bin ich bekloppt? Ich muss doch. Tatsache, steht nicht drin. Na gut, dann bringe ich eben dort trotzdem Diktri bei. Und verlerne Schlitzer. Auch wenn Schlitzer eine geile Attacke ist, die uns sehr gut gedient hat. Oder Erholung. Schlitzer oder Erholung. Ich mache Erholung. Komm, Erholung ist nicht so prickelnd jetzt. Wir machen Diktri zum Angreifer-Pokémon. Nicht zum Erholungs-Pokémon. Erholung setzt mir zu selten ein. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Liga. Um unsere letzte Mission in einem Speedlet Play zu erfüllen. Nämlich Champion werden. Oh, wir können ja immer noch schnell den Trank mit. Haben wir ja völlig fast übersehen. So, und zuerst möchte Blau und Red uns noch zum Kampf herausfordern. Psychonese und tschüss. So, Rihorn, Wechsel, Turtok, Zephyr, Gardos, Blitzer, Donnerblitz, Vulcano, ich lasse Blitzer noch draußen, so Simsala, ich lasse Blitzer immer noch draußen. Und tschüss, dieser Floor. Ich nehme Omod mit Psychstrahl. Oh, warum zieht es so wenig ab? Egal. So, okay. Blablabla. Unnötiges Quatsch, ich setze Fieber jetzt an erster Stelle. Magma ist stark genug, sogar stärker als Omod jetzt gerade ist. Und ja, jetzt heilen wir schnell die Pokémon und dann machen wir uns echt auf den Weg zur Liga. Kann Omod eigentlich Traumfresser? Dann könnten wir es mit Schlafpuder vielleicht kombinieren. Ich schau schnell. Und hole mir schnell die Themen von dem Tipsy da. Blablabla. So, Traumfresser? Kann Omod Traumfresser? Das wäre geil eigentlich. Nee, leider nicht, okay. Wäre aber schön gewesen. Anscheinend ist Traumato und Alpollo die einzigen Pokémon, die hier Traumfresser drauf haben. Oh mein Gott! Tschüss. War vielleicht vor 3-4 Stunden ein starkes Pokémon gegen uns, aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir zu stark. So, okay. Ich hab den Donnerorden, lass mich durch, danke. Ich hab den Farborden, lass mich durch, anstatt mich hier voll zu quatschen. So, lass mich durch. Danke, ja, ich hab den Sumpforden. Boah, wer auch immer das gerade gesagt hat. So. Ja, toll. Ihr hört meinen Tastengetippe, ne? So, da kann man die Tasten gleich drücken. Und tschüss, so. Oh nein, nicht. Nein, Siegestraße. Albtraum, ich hasse Siegestraße. Die Siegestraße nervt jede Generation. Ja, zum Glück kann man es Stärke, so. Zack. Ach, warum gehe ich raus? Ich sollte nicht rausgehen. So, Mammel. Stärke, zack. Zack. Onix. Onix, geh weg hier. So, zack und zack. Und jetzt hier
Nein! Oh Gott, das sieht vielleicht dirty aus. Zielstrahl, Level Up. Ah, schade, da kommt doch kein Level Up. Aber habe ich mich zu früh gefreut. Treffer, ich sollte nicht gegen die wilden Pokémon antreten, weil hier mehr Trainer drin sind als Pokémon. Ah, warum gehe ich jetzt raus? Ich bin so bekloppt. Oh, Zerrwelt. Ja, wir sind hier in der Zerrwelt. Ich schieb den Felsen weg und Macholo taucht auf. Anscheinend war unter dem Felsen das Macholo. Ach, so, Kleinstein, nerv mich nicht. Du hast eh nur ein schwarzes Level. Nein, jetzt habe ich den Felsen zu weit verschoben, oder? Ah, doch nicht. So, zack. Und jetzt ab. So. Sehr schön. Was ist hier da? Zielstrahl. Und jetzt ab. Zielstrahl. welcher Weg war denn das? Oben oder unten? Nein, ich wollte den Himmelsfeger haben. Oh Gott. Na gut, dann machen wir es eben nochmal. Himmelsfeger ist nämlich für Dodrit reserviert. Psychstrahl. Lurak, egal. Psychstrahl. Oh, scheiße. Dodi, ja, fliegen. Okay. Ja, komm, nerv nicht. Scheiß Nervensäge. Ich will Himmelsfeger. Selbst wenn ich mein letztes Hab und Gut dafür ausgeben muss. Ah, diese wilden Pokémon regen mich auf. Oh, nervt mich. Magma Stärke, weg damit. So, Himmelsfeger ist für, wie gesagt, für Dodi reserviert. Himmelsfeger. Auch wenn Dodi gar keine Flügel hat, um Himmelsfeger auszuführen, aber egal. So, und ich mache dann auch gleich wieder ein Päuschen. Ja, Kugelschlag, ne? Ja. Gut, dann kann Dodi jetzt alle Attacken, die ich mir vorstelle. Das Muster von Dodi passt jetzt. Ja, perfekt. Ich setze Fliegen ein und der killt sich selber. Was will man mehr? So, Flucht. Ich kann vielleicht gegen die Trainer, damit sie es weg haben. Himmelsfeger. Tschüss. Nochmal Himmelsfeger. Warum geht Himmelsfeger daneben? Tschüss. So, den haben wir wie gesagt schon. Das heißt, wie gesagt, ich habe hier gar nichts gesagt. Stimmt, nur Einbildung. Magma, Stärke, zack. Nein, unter dem Felsen waren Onyx. So, jetzt weg das Mikrofon, sonst hätte wieder mein Tastaturgetippel. So, hier ist ein fieser Trainer, der auf uns wartet, genau der. Den meine ich. Vorschnabel. Level 48. Vorschnabel. Ich glaube, wir sollten mal andere Pokémon trainieren. Magma zum Beispiel. Magma, Tausch. Ohm, Dings. Okay, jetzt müssen wir Omat und Magma trainieren. Die anderen sind nämlich schon viel zu schwach. Stärke. Okay. So, hier ist noch eine. Traumato. Stärke. Hypno. Mir egal. Feuersturm. Oh, verdammt. Treffer. Blitzer. Donnerblitz. Und nochmal Donnerblitz. Und Donnerblitz. So, hier, ich will Mega Kick haben. Den Mega Kick. So. So. Mich durch. Blizzard, ich will Trotok eigentlich nicht trainieren, aber trotzdem mache ich das jetzt gerade. Donnerblitz. Und jetzt die Position verändern von Trotok. So, okay, passt. Hyperheiler gefunden. Donnerblitz und Flucht. Ihr hört jetzt mein Tastengetippe. Ich gehe jetzt jede Wette doof ein. Ich mache meine Tastaturgetippe zu laut. So, okay. Ja, so viel haben wir gar nicht mehr vor uns. Das sind die letzten Tränen in diesem Spiel. Donnerblitz. So, hallo Donnerblitz. Level 47. Austausch, perfekt. Donnerblitz. Er kann ihn, halb perfekt. Donnerblitz. Oh, verdammt, keine AP mehr. Ruckzuck hieb. Und tschüss. So. Was soll immer das ist, wir haben es jetzt. Okay. Oh Gott, dieser Felsen ist das nervigste ever.
Der nervigste Felsen und The History of Pokémon. So, zack, 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 doll. Und Donnerwitz. Oh, kein AP mehr. Hochzugeben. Oh. Zack, und. So, bis zum. Geht nicht mehr. Dam, 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 dam. So, TM 47, das ist Explosion. So, die hat einen Chanera, das weiß ich. Donnerwelle! Doppelteam, Doppelteam, Doppelteam. Bringt zwar nichts mehr bei so viel wenig KP, aber egal. Ruckzuckheb, Ruckzuckheb. Ruckzuckheb, Ruckzuckheb. Oh, we are invincible. Adlerrakete. Nö, finde ich nicht so. Die Attacke ist eher scheiße. Nein, und ja, so. Victory. Haben wir ja lange nicht mehr eingesetzt. Oh, verdammt! Ist sofort drauf gegangen. Geil, okay. Hier ist die Chanera, das nervigste Pokémon ever, weil es viele KP hat, aber dafür nichts drauf hat. Hopsukip. Oh. So, okay. Okay, zurück. Nein! Flucht. So, hier da Felsen verschieben, damit ich hier in die Liga kann und dann machen wir die letzten Trainer halt, wenn wir unser Pokémon geheilt haben. Turtok, ne Quatsch, Magma kann Turtok, ich meine Magma kann Stärke. Surfer, boah, schon Level 52. Scheiße, welche Attacke vergesse ich jetzt? Schellwurmel. Okay. Oh, Motte! Na toll. Hätten wir eigentlich hier auffangen können, anstatt das mit einem Blutzug ins Team zu nehmen. Naja. Egal, ne? Ist ja egal. So. Hier, heil meine Pokémon. Blablabla. Ich heile gerne Pokémon, weil es so mir so viel Spaß macht. Und ich quatsche obendrein noch. Ich glaube, der Preis für das Heilen ihrer Pokémon ist, dass man ihr Gequatsche erleiden muss. Das ist so der Preis für das Heilen der Pokémon. Mach mal Stärke, so. Oh, ein Zubat, ich hab's ruhig Angst. Auserwählte dürfen passieren. Ja, ich bin ein Auserwählter. Du bist Auserwählter. Und jetzt machen wir ein Sandwich. Und jetzt Level 42 für Omat. Und jetzt ein guter Gegner für Omat. Toxer, kein Toxer. Toxer, schon wieder ein Wasser-Pokémon. Blitzer mit Donnerblitz. Boah, super. Knuffenser! Und tschüss, Knuffenser! Ultrigarier! Ja, auch wieder kein Gegner für Omat. Ich sagte auch wieder kein Gegner für Omat. Also geht doch. Schlafbruder, super. Okay, wer Attacke verlieren mal Stahlspore. Omat, schaffst du. Schlafbruder, und jetzt Klingensturm. Und jetzt Psystahl. Psystahl, super. Omat ist jetzt richtig stark, weil es Schlafbruder kann. Ach, nerv nicht. Onyx, wie weg hier. Psychdoll und tschüss. So. Psychdoll, Enemy down. So. Oh, Enemy ist down. Und jetzt hier da. Tschüss, Golbat, lass mich nur. Wo haben wir denn den? Psychdoll, oh Mann. Psywelle. So, okay. Lapras schaffst du, ich glaube nicht. So. Klingensturm. Psywelle. Klingensturm. Schlafbruder. Klingensturm. Also geht doch. Schlafbruder. Oh, schade. Psychokinese. Und tschüss. Okay. Ah, jetzt aber Psychokinese. 41. Feuersturm. Jetzt können wir die Liga herausfordern, wenn wir wollen. Mache ich auch. Und Flucht. Ich sagte Flucht. So. Oder will ich die Liga machen? Ach, ich nehme schon 1 Stunde und 6 Minuten auf. Oh, habe ich gar nicht gemerkt. Ich wollte ja Pause machen eigentlich, ne? Habe ich mir noch schnell gedacht. Ach, mein, noch schnell dieses Ding fertig. Haben wir denn ein Fluchtseil? Nein, haben wir leider nicht. Schade. Müssen wir jetzt diesen Felsen verschieben oder was?
Oder wisst ihr was, ich gehe einfach raus, das erspart uns jede Menge Arbeit. Ich sagte, das erspart uns jede Menge Arbeit. Hallo, lass mich in Ruhe. Scheiß wilde Pokémon. Magma Stärke. So, zack. Zack, Flucht. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Bluescreen, weil sonst muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Das wäre jetzt ein Highlight. So, okay, ich mache jetzt Pause, dann sehen wir uns nächsten und machen die Liga. Bis dann. Servus. Okay, machen wir jetzt die Liga. Ja, bis auf, dass unser Magma und Oma ein bisschen schwach sind, aber naja. Das kann sich ja noch ändern. Wir haben ja noch ein paar Sonnebombons und so. Die können wir unserem Pokémon geben. Nehmen wir alle Items mit, die wir brauchen. Beziehungsweise nicht mehr brauchen, wie auch immer. Ich nehme jetzt einfach alles mit, was ich irgendwie brauche, brauchen kann und verkaufe das irgendwie. Alles, was ich nicht mehr brauchen kann, meine ich, verkaufe ich. Fluchtseil 1, 2, 3, 4. Monastein 2. Äther nehme ich mit. Nein, helles Fossil nicht, oh Mensch. Ach, kann keiner mehr ziehen, ich muss mal sagen, okay, verkaufe ich einfach mal ein bisschen was. Superbälle behalte ich noch, keine Ahnung, was wir die noch brauchen können. Trank, 6 Stück, boah. Hyperheiler, naja, 10, 17, was ist denn 10, 17 eigentlich? Wir haben ja noch ein paar Items, sehe ich gerade. Raumfresser, ja, wird verkauft. TM 5 Mega-Kick wird auch verkauft. TM 17 Überrolle wird verkauft. TM 47 Explosion wird auch verkauft. Okay, die TMs verkaufen und das Nugget auch noch. TM 5. TM 17. TM 47. Wir haben ja schon ein bisschen Verwaltung gemacht in. Ja, vor ein paar Minuten quasi, oder ja, vor ein paar Minuten kann man schon sagen. So, okay. Hyperheiler brauchen wir noch, Gegengift brauchen wir überhaupt nicht. Wir kaufen ja dann eh Hyperheiler statt Gegengift ein. Dann kriegen wir einen Slot frei. Ich glaube, die KP Plus Sachen verwende ich noch. Dann gebe ich sie Magma einfach mal. Magma, na, jetzt aber KP Plus, Magma. Magma und Magma, so. Jetzt egal, das sollte man erst machen, wenn unsere Pokémon stärker wären, aber egal, wir machen das Spiel jetzt eh fertig. Magma, ich glaube, deswegen setze ich die Sonnenbomben uns jetzt alle ein. Oh, Feuerschlag lernen es jetzt, genau. Ja, Kung-Fu-Strahl. Und jetzt hat er damit ausgeglichen, lernen die Level. Oma hat noch eins. Oma soll jetzt die Chinesen langsam lernen. Hallo, wir haben Psychokinese. Wahrscheinlich erst mit Level 50, ne? Toll. Okay, ich hab noch Fluchtzeug und das Zeug, warum verkaufe ich den Scheiß nicht? Fluchtfall. Tschüss, so, nehmen wir noch weitere Items mit. Aufnehmen. Das hier brauchen wir. Zwei Stück. Top-Alter brauchen wir vielleicht. Protein. Proteine sind immer gut. Für den Körper mit zumindest. Hypertrank. Meisterball brauchen wir bei Missing No. In dem Special Part. Top-Beleber. Hyperheiler nehmen wir mit. Und jetzt noch Carbon. Nein, Bootsticket nicht, ah. So, die Pokéflöte brauchen wir auch, aber zuerst noch das Top-Genesung mitnehmen. Die Pokéflöte, so. Okay, jetzt haben wir alle Items mitgenommen, die wir brauchen, beziehungsweise nicht mehr brauchen. Leer brauchen wir, Äther brauchen wir, Proteine will ich einsetzen, X-Treffer brauchen wir auch noch. Verdickt, da möchte ich die Taktik wieder machen. Beim Champion, wie damals beim Rot Let's Play. Oder Speed Let's Play, wie auch immer. Die VMs lege ich alle mal ab und das Freizeichen öffnet Dingens lage ich auch ab. Ablegen, das da. Mondstein ablegen. Helix Fossil.
keine Ahnung, warum ich das dabei habe. Habe ich wahrscheinlich versehentlich mitgenommen. Bootsticket habe ich auch versehentlich mitgenommen. Gut, dann setze ich die Proteine noch ein. Und zwar bei Magma. Natürlich wieder. So. Okay, ich glaube, jetzt kaufe ich noch ein bisschen ein. Auf. Boah, wir haben 262.000 Kohle. Nicht schlecht. Na dann kaufe ich einfach mal ein bisschen was ein, ne? Wir werden nicht viel brauchen. 20 und ein paar Beleber vielleicht noch. Auch 20, dann müsste es reichen. So, das reicht jetzt. Jetzt können wir von mir aus die Liga herausfordern. Ich tue noch schnell Pokémon heilen. Die Liga werde ich nicht speeden, weil es episch ist und epische Sachen werden nicht gespeedet. Das andere war eher unepisch, kann man sagen. Okay, dann mache ich jetzt mal die Musik aus. Moment. Und mache die Musik wieder an von dem Ingame-Spiel. Nein, nicht das. Sound. Stummschalten aus. Hallo? Stummschalten aus. Sound. Ein. Ah, also geht doch. Okay, Leute. It's Liga Time. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Die erste ist jetzt Eis und Elektro-Pokémon ein. Das heißt, ich nehme jetzt Blitzer an erste Stelle. Und wir fangen da mal jetzt mal an. Wir sind sehr unterlevelt, kann man sagen. Aber wir schaffen das schon. Wir haben es ja schon im roten Let's Play so geschafft mit unterlevelten Pokémon. Die waren damals sogar noch unterlevelter, als sie jetzt sind. Ich komme in der Pokémon-Liga. Ja, komm. Die Dialekte, die überspringe ich einfach mal. Und los geht's. Das erste ist Yugong. Level 54. Ihr seht, das Level ist deutlich höher als unsere Pokémon-Level haben. Donnerblitz. Na, fast ein One-Turn-Kill, aber naja. Ne, ich frage mich, ob ich Doppelteam einsetzen soll. Ich probier's mal mit Doppelteam. Bitte? Nein! Na gut, wir können unsere Pizza immer wieder heilen, das ist nicht so schlimm. Doppelteam! Hör auf zu heulen, ich weiß, dass das dich nervt. Doppelteam! Autsch! Ah, Bodycheck! Uiuiui! Boah, Volltreffer! Oh, fuck! Er killt sich ja noch selber, naja, soll er halt machen. Top-Trank, und zwar auf Blitzer! Er kann Erholung, toll! Na gut, dann pennt er halt eben für zwei Runden, während ich weiter meine Genauigkeit erhöhe, oder meinen Fluchtwert. Fluch heißt genau, Fluchtwert. So, nochmal. Und einmal noch, dann passt's. Und dann greife ich an. Ja, ihr seht, Blitzer kann jetzt nicht mehr getroffen werden. Jetzt kann ich den Gegner sogar noch mehr mit Donnerwelle nerven. So die Taktik, die ich mit Blitzer verfolgt habe. Und tschüss, Yugong. Austoss. Ja gut, Austoss ist Kindergarten für Blitzer. Ich meine, Austoss spielt auf Verteidigung und Donnerblitz ist eine Spezialattacke. Kein Gegner für Blitzer, sage ich ja. Der nächste ist wahrscheinlich Rosana, oder? Rosana? Nee. Lamos? Oh Gott. Nein! Das Pokémon zu killen kann ätzend werden. Ich glaube, ich probiere es mal mit Donnerwelle erstmal. Paralyse ist immer gut. Ist so mein Motto. Und es funktioniert. So, Donnerblitz. Na toll, hätte ich gewusst, dass Donnerblitz ein One-Turn-Kill wird, dann hätte ich gar keine Donnerwelle eingesetzt. Naja, egal. Level Up für Blitzer, Level 49. Rosana. Tja, was machen gegen Rosana? Rosana ist sehr stark. So, Donnerwelle hat Level 56. Sehr hohes Level. Och, warum trifft Frucht da jetzt? Hä? Achso, Attacke gegen Leben, na gut. Du bist jetzt halt verwirrt. Oder du bist doch jetzt verwirrt, oder? Bist du verwirrt? Super Trank, na toll.
So, Donnerblitz. Nur für dich, Rosana. Hab ich extra für dich jetzt eingefädelt. Ach komm schon, wie viele Supertränke hast du eigentlich? Jetzt stirb endlich. Ich will dieses Let's Play fertig haben. So, Lapras ist ihr letztes. Ich sag nur eins. Donnerblitz. Ja, Blizzard ist eh schon so ungenau. Da wundert es mich nicht, dass die Attacke jetzt nicht getroffen hat. Und wir haben diesen Kampf gewonnen, ohne einen einzigen Kratzer abzubekommen. Na gut, wir haben einen Super-Trank verwendet, oder einen Hypertrank, wie auch immer. Einen Top-Trank. Aber egal. Wie kannst du es wagen? Keine Ahnung. Du bist besser als ich dachte. Geh ruhig weiter. Ja. So, Bruno. Es geht. Ich hätte vielleicht die Position noch ändern sollen vor dem Kampf, aber egal. Onyx. Onyx weg hier. Mit Blitzer. Zumindest. Da setze ich jetzt Tutor rein. Mit einer Surf-Attacke oder mit einer Hydro-Pumpe, je nachdem. Ich glaube, ich setze mal Hydro-Pumpe ein. Ach, verdammt, ich habe vergessen, X-Treffer einzukaufen für Geofissur später. Naja, egal. Ich wollte nicht Hydro-Pumpe angreifen, aber jetzt habe ich einen Blizzard angegriffen. Ist ja auch egal. Weil es erfüllt seinen Zweck. Ich glaube, es wäre sogar gedauert gewesen, wenn es kein Volltreffer gewesen wäre. Nocturne, da setze ich Dobi ein. So, Dobi, endlich mal einen Job für dich. Okay, Dobi, dein Job ist jetzt erstmal dieses Nocturne zu killen. Pass auf Donnerschlag auf. Donnerschlag ist sehr effektiv gegen Dobi. Konter. Letzter Versuch. Aber wenn es ein One-Turn-Kill wird, dann kannst du es mit Konter fressen. Kein Konter, kein Konter. Ice Heap, naja, gut. Konter wäre tödlich gewesen. Aber Ice Heap, Ice Heap nicht. Okay, boah, Schnabel. Und tschüss, Nocturne. Der nächste ist wahrscheinlich Kikli, natürlich. Und ich wette, jetzt kommt eine Turmkick-Attacke, das heißt, ich fliege jetzt mal weg. Mit Dodi, obwohl Dodi gar keine Flügel hat, aber egal. Sprungkick, ja. Jetzt müsste er sich doch selbst verletzen, oder? Natürlich, ja, genau, ich wusste es. Jawohl. One-Turn-Kill. Ja, Two-Turn-Kill kann man sagen. Und nix wie weg hier mit Dodi. Da nehme ich jetzt Futter. Mit Futter ist es easy ohne nichts zu killen, und jetzt setze ich sogar Hydro-Pumpe ein. So Abwechslung mal. One Hit Kill, da müssen wir darüber diskutieren. Vierfache Stärke. Killt jedes Onix. So. Der letzte ist ein Machomai. Da nehme ich natürlich wieder Dobri. Ich könnte auch Machmal nehmen mit einer Psychokinese, aber ich glaube, ich nehme lieber Dodri. Ein Machomal zu stark langsam wird's, oder ist. Ja, das Machomal ist zu stark. Himmelsfeger. Jetzt muss Dodri nur noch diese Runde überstehen und dann ist Machomal so gut wie down. Ja, gut, X-Abwehr. Da tut es sich ein bisschen aus der Affäre ziehen, aber naja. Ja, hätte er kein X-Abwehr eingesetzt, wäre down gegangen. Überall ist nicht sehr effektiv, okay. Oh verdammt, aber immer noch zu stark. Oh, Volltreffer, toll. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Heil-Item oder sowas. Ich nehme jetzt Magma mit Psychokinese. Das soll schnell von Messer gehen. So, Psychokinese. Und tschüss, mach mal. Und tschüss, Bruno. Ich bin doch die nächste Herausforderung hatte ich bereits. Ja, ja. So, Belebe auf Dodi. Und nochmal Top-Trank auf Dodi. Okay, die nächste ist Agathe. Ne, Agathe. Ja doch, Agathe ist die nächste. Ich glaube, gegen Agathe setze ich Diggi ein. Diggi ist unser Anti-Geist-Pokémon. Außerdem setzt Agathe nur Gift-Pokémon ein. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Ja, komm. Ab in den Kampf. Ab in den Kampf, sagte ich. Oh, sie quatscht ja besonders viel. Ja gut, alte Damen halt, ne? Gengar. Na Gengar. Schwach gegen Boden, also Erdbeben. So.
Den hat ab der dritten Generation die Fähigkeit Schwebe, geht allerdings, gibt daher nur in dieser und in der nächsten Generation diese Erdbeben-Taktik gegen Gengar. Golbat, gegen Golbat kann nichts machen, Golbat ist Flug, da muss ich zu Magma wechseln mit einer Psychokinese. Magma, du schaffst es. Psychokinese! Dunkelnebel. Als ob das was bringen würde. Bullshit! Du kriegst der Psychokinese direkt aufs Maul. Obwohl Magma zu schwach ist für dich. Yeah. Okay, ein Psychokinese und Golbat ist down. Boah. Ihr wisst ja, was für ein Glück wir mit Superschall haben. Zum Glück gegen Superschall jetzt daneben. Und tschüss, Golbat. 2000 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Apollo, jetzt können wir wieder Dickdreh nehmen. Na, wo ist Dickdreh? Hier. Apollo! Okay, Dickdreh, wie wär's mit einer Gehfissur? Mach mal Gehfissur. Danke. Ich esse jetzt ein paar Smarties als Belohnung. So. Hey Kevin, kriegst du ein paar Smarties als Belohnung? Und Level 50 für Dicky. Aber. Ja, kein Gegner für Dicky. Da sage ich nur eins. Bei Arbok sage ich Erdbeben. Wir hätten auch Totok mit Erdbeben nehmen können, aber ist auch egal. Bei Dicky ist es halt Step drauf. Das ist die sicherste Methode. So, jetzt kommt Gengar. Ihr letztes Pokémon. Ich glaube, das ist eine Geofissur, weil es auf Level 60 ist. Normal funktioniert der Geofissur nur bei Pokémon, die unter dem Level des Anwenders sind, aber in der Generation ist es ein bisschen anders. Zum Glück, da kann sogar ein Ratzfratz, da kann sogar Nidoran männlich, das Hornburger, lernt ein Mewtwo Level 70 besiegen. Das ist das Lustigste. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Ja, komm, werf mich nicht, ich will jetzt gegen Siegfried antreten. Siegfried! Komm her, Siegfried. Siegfried setzt Dram-Pokémon ein, da brauchen wir Eis-Pokémon und Eis-Attacken, zum Beispiel Turtok mit einer Blizzard-Attacke. Ich habe bereits von dir gehört, Blau. Ja, Blau heißt ich. Ich bin Siegfried von der Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mythische Wesen sind, ja. Sie sind schwer zu fangen, also zähmen, doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in der Pokémon-Liga hier, Blau. Nee, ich glaube nicht. Okay, Siegfried, zeig mir, was du kannst. Pff, hätte ich gewusst, dass er Gardos einsetzt, hätte ich Blitzer an erste Stelle gesetzt, anstatt Turtok. Naja. Ich glaube, ich habe noch die Zeit, mich zu retten mit Blitzer. Ich hoffe, jetzt kommt kein Hyperstrahl oder sowas Fieses. Ja, ich hätte es mir denken können. Hyperstrahl. Zieht nicht so viel ab, hoffe ich. Komm schon. Blitzer, du schaffst es. Oh, er ist durchgekommen. So, aber Gyarados kommt nicht durch. Das ist vielfach stark. Und da ist Step drauf. Und Blitzer hat einen hohen Spezialangriff. Das überlebt kein Gyarados. Nicht immer auf Level 70 jetzt überlebt. Mag ich zu behaupten. So, jetzt kommen seine richtigen Drachen. Dragonier ist eins. Super, nehme ich da. Ich sag nur Blizzard. Geiles Sprite übrigens. So, Blizzard. One-Hit-Kill kann ich sagen, jawoll. Blizzard hat eine Stärke von 120, das überlebt. Ja, das überleben nur wenige. So, noch einmal Blizzard. So kann man leicht Drachen-Pokémon killen. Einfach mit Eis einfrieren. Oder mit anderen Drachen gegen es antreten, wenn man einen hat. Aber wir haben keine Drachen, keine anderen Drachen. Im Rotzelsbär hatten wir einen Dragonier, das sich nicht zum Dragoran entwickelt hat, weil es zu schwach noch war.
Aerodactyl, da nehme ich Hydro-Pumpe. Und er nimmt Superschall. Was soll denn Superschall, ey? So, hier, Hydro-Pumpe. Bam, in your face. Ausgestorben. Gut, sein letztes ist Dragoran, die Entwicklung aus Dragonier. Der stärkste Drachen-Pokémon der ersten Generation. Und auch, ja, die einzige Entwicklung eines Drachen-Pokémons der ersten Generation. Die anderen sind, ja, Drago, die anderen sind eben, die anderen Drachen-Pokémon der ersten Generation sind Stratini und Dragonier. Mehr Drachen-Pokémon gibt's hier nicht. In der ersten Generation. Ja, Siegfried haben wir besiegt. War auch nicht besonders schwer. Es ist vorbei. Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert. Blau, nun bist du der Champion der Liga. Eigentlich wärst du das, aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Red. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Liga. Gut, jetzt kämpfen wir gegen, ja, man kann sagen, gegen das rote Speed-Let's Play, was sie gemacht haben, kann man sagen. Gut, haben wir schon die Pokémon, bevor wir gegen ihn antreten. Ja, wir haben nicht besonders viel Schaden gekriegt bei Siegfried, aus unserem Blitz hat ein bisschen durch Hyperstrahl Schaden gekriegt, aber ansonsten sind unsere Pokémon sehr unversehrt gewesen. Gut, sein erstes Pokémon, das er einsetzen wird, ist Tauboss, da nehme ich natürlich meinen Blitzer wieder an erster Stelle. Das sollte dann kein Problem sein. Und los geht's! Hallo! Auf diesen Moment warte ich schon lange, Blau. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Wer hat das bessere Speed-Let's Play gemacht? Hä? Was glaubst du? Ich natürlich. Ich habe das beste Speed-Let's Play. Ich habe alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich der Speed-Let's Play-Champion von Kevin Let's Plays Kanal. Blau, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Ja, glaubst du wirklich? Okay, wir kämpfen jetzt gegen das Speed-Let's-Play Rot, kann man sagen. Stell dich das einfach bildlich vor, ne? Let's Play gegen Let's Play. Blaues Speed-Let's-Play gegen rotes Speed-Let's-Play. Donnerblitz! Natürlich hätte ich auch die Taktik nehmen können mit mit Doppelteam. Mach ich... Ach, verdammt. Ich wollte es machen. Ich wollte es jetzt gerade machen, nachdem ich die jetzt eingesetzt habe. Shit, naja. So, jetzt haben wir noch 5 Pokémon. Ja, gegen Simsela hat sich Blitzer schon sehr oft behaupten können. Daher, wobei es kann genesen. Ich sollte vielleicht ein bisschen taktieren bei Simsela. Also Donnerwelle. Ich bin hier ein sicherer Spieler. Das Klepptor. Sieht zwar geil aus, ist aber schwach. Doppelteam. Ich hoffe, seine Psychokinese trifft es nicht, weil Blitzers Spezialverteidigung ist nicht so hoch. Oh, gut. Machen wir Doppelteam. Bitte, bitte? Was ist los? Du musst doch mal treffen, Simsela. Oder stört dich deine Paralyse ein bisschen? Ja, wie gesagt, seine Paralyse stört ihn ein wenig. Vielleicht ist Simsela auch gestört, mal. Keine Ahnung, das weiß keiner. Er ist ein Psycho-Pokémon, er ist innerlich ein richtiger Psycho. Was hältst du Genesung? Du hast volle KP. Glaubst du, ich schwäch dich? Nee, das kannst du knicken. Ich schwäch dich doch nicht. Ich bin ein ganz liebes Pokémon. Ich tu mich nur vor dir beschützen, mit Doppelteam. Oh. Wie nichts geschieht. Sag bloß die... Achso, ja. Anscheinend haben wir schon das Maximale erreicht. Okay, dann greifen wir an. Donnerblitz. Ich hätte vielleicht noch einen Aether vor dem Kampf Blitzer geben sollen. Aber egal. Volltreffer. Simselas Attacke ging daneben. Und tschüss, Simsela. Meine zu dir. Unser nächstes ist... Oh Mann, bei Rutschhaus können wir mit Blitzer nichts anfangen. Ich glaube, da muss ich wieder wechseln. Zu Dickdy. Boden gegen Boden gestalten. Level 61 geht eigentlich noch, ne? Für unsere Verhältnisse geht es noch. Jofisur, machen wir es schnell. Ach verdammt, geht daneben. Jofisur, Nummel. Also.
Ich glaube, ich habe dann mal ein bisschen Lust, diese Taktik wieder einzusetzen, die Geofissur-Taktik. Allerdings muss ich zuerst die AP von Geofissur wieder erhöhen und die Trefferquote von Dixie auch noch. Ansonsten funktioniert es nicht so richtig. Wie viele Pokémon hatten wir noch? 3 Stück, okay. Was? Er hat einen Gyarados? Okay, scheiß Siegfried Faker. In unserem Rot-Let's Play hatte der einen Kogelball statt Gyarados. Na gut, wieder ein guter Gegner für Blitzer. Das kann bestimmt Hyperstrahl wie das von Siegfried. Das heißt, ich sollte es schnell ausschalten. Ein Donnerblitz und Ende im Gelände. Okay, was jetzt? Arcani, ach wie schön. Unser Team-Pokémon im Team Rocket Let's Play. Ich glaube, da nehme ich wieder Turtok. Oder Dickie, ich nehme Dickie. Dickie ist Erdbeben Steppdorf. Ist besser. Okay, Dickie. Erdbeben. Ja, glaubt ihr, dass es ein One-Hit-Kill wird? Ich glaube eher nicht, weil Arcani ist richtig stark. Ja, gleiche. Bodycheck. Wow, er hat uns das erste Mal Schaden zugefügt. Respekt. So, er schafft nur ein Pokémon-Champ. Whatever. Fuck. Okay. Das war ein One-Hit-Kill, kann man sagen. Naja. Mit einem Volltreffer. Ja, machen wir schnell. Erdbeben. Hast halt 2 Erdbeben abgekriegt. Und tschüss, Arcani. Und jetzt lass mich deinen Starter sehen. Im Red Speed Let's Play haben wir zwar Lurak genommen, aber dann haben wir jetzt hier als Gegner halt einen Visafleur, ist auch egal. So, Kampf der Starter. Hatten wir auch schon im Rot Let's Play. Oh, ja. Und damals hat auch der Gegner gewonnen im Rot Let's Play. Aber ich glaube, hier ist es anders. Oder? Scheiße. Ich glaube, dieser Flo gewinnt diesen Kampf der Starter. Erdbeben! Sehr effektiv. Aha. Müsste eigentlich normal stark sein, aber ich habe Glück, dass es sehr effektiv ist. Komm schon, Tod auf diesen Rasierblatt, überlebst du. Du hast eine hohe Verteidigung. Du hast einen harten Panzer. Oh, Volltreffer. Okay, wieder hat der Gegner den Kampf der Starter gewonnen, wie auch damals im Rot-Let's Play. Magma, dann ja, hat man jedes Pokémon hier eingesetzt. Oder Omat haben wir nicht eingesetzt. Omat haben wir gar nicht eingesetzt. Naja, egal. Er erhöht seine Spezialangriff. Ich hätte auch Feuerschlag einsetzen können. Boah, fuck. Die Levelunterschiede sind ja extrem. Feuerschlag. Das Level ist zwar extrem unterschiedlich, er hat 22 Level mehr als wir. Aber diesen Rasierblatt überlebst du, Magma, ich glaube an dich. Na, also geht doch. Feuerschlag! Und tschüss, Visafleur. Und erneut sind wir Champion von Kanto. Wie auch schon im roten Speed Let's Play, als auch im gelben Let's Play. Und im Team Rocket Let's Play. Boah, sind wir auch hier wieder Champion. Nein, das kann nicht sein! Meine besten Pokémon sind geschlagen! Oh, mein Sieg ist sowieso schon vorbei! Nach all diesen Anstrengungen! Liga Champion zu werden! Oh, das ist nicht fair! Oh, verdammt! Ja. Wieso habe ich verloren? Ja, komm. Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist ein neuer Champion der Liga. Aber ich gönne es dir das nicht. Warum nicht? Ja. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Liga. Du hast viel dazugelernt, seitdem du dich mit Shigi auf dem Weg gemacht hast. Ja, das war für 3,5 Stunden. Ich glaube, du bist schon viel erfahrener. Red, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Red, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinem Pokémon nicht genügend Liebe und Vertrauen dir entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Blau. Du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich. Blau, folge mir. Na gut. Herzlichen Glückwunsch, Blau. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet.
Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Blau, du hast hart gekämpft, um die Herausforderung der Pokémon-Liga bestanden. Blau, du wirst gemeinsam mit deinem Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Hier ist unser Blitzer. Ja, was soll ich sagen? Blitzer ist das perfekte Pokémon hier in diesem Let's Play gewesen, kann man sagen. Besonders in der Top 4 hat es richtig reingehauen. Oh Mann. Useless. 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 Kann Psychokinese. Okay. Ja, Magma, was soll ich sagen? Magma ist ein bisschen schwach gewesen beim Champion. Aber mit 22 Level Unterschied, was soll man da erwarten? Ne? Also Dickdry hat richtig reingehauen. Erdbeben, Biofissur. Geile Kombi. Dickdry sollte man ins Team nehmen, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Der Turtok ist auch richtig stark gewesen. Als Starter war es super zu bekommen oder zu haben. Richtig toll. Turtok war super gegen Bono mit seinen Flugattacken. Sehr gute Arbeit geleistet, ja. Anfangs war Turtok ein bisschen schwach, allerdings ja, wurde es immer stärker. Und jetzt ist es da, wo es hingehört, in unserem Team. Das sieht schon ganz gut aus. Hole dir bei meinem Gehilfen die faulen Blitz ab. Ja, die haben wir noch gar nicht. Egal. Gut, dann war das. Das war dann. Ich rede mal wieder Kaulwelsch, dann war es zuerst für dieses Speedless Play. Ob es ein weiteres Speedless Play geben wird, wahrscheinlich nicht. Ich habe da eher keine Lust mehr drauf. War ganz nett eigentlich. Wir waren sehr viel schneller als im Rot-Let's Play. Vielleicht liegt es am Emulator, der hat seinen Speed ein wenig schneller als in dem anderen Emulator, den ich damals verwendet habe. Das war ja damals der No-Cache und jetzt benutze ich den VBA Emulator. Der wahrscheinlich viel schneller speeden kann als der andere. Na, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt es gesehen, also komplett. Ich glaube eher nicht, dass ihr das komplett angeschaut habt. Und wenn doch, dann ja, danke fürs Anschauen, ne? Super, super. Ja, was ich jetzt machen werde, Special Missing No, ob ich noch die legendären Vögel mache, eher unwahrscheinlich, weil wir haben es ja schon im Rot-Let's Play gemacht, im Rot-Speed-Let's Play. Daher ist es eher unnötig, dass ich das machen werde. Missing No haben wir allerdings noch nie gemacht, das heißt, ich werde es nachholen. Das haben wir ja im Rot-Let's Play nicht gemacht, weil ich damals das völlig vergessen habe, das Missing No zu machen. Und ja, jetzt mache ich es halt in diesem Let's Play quasi als Nachholarbeit. Wenn ihr zum Beispiel eine Hausaufgabe vergessen habt, dann müsst ihr die Hausaufgabe nachholen, so mache ich das jetzt auch. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, habt schöne... habt noch einen schönen Tag und so, ne. Mir fällt nichts anderes Besseres ein, außer habt einen schönen Tag. Und ja, das nächste Let's Play wird Pokémon Kristall sein, nachdem ich Rubin fertig habe. Also, bis dann, Leute. Ciao.